Herzlich willkommen im Republikanischen Club. Ich freue mich über diesen Andrang im Gruppenbesuch. Wir versuchen, möglichst laut zu sprechen, damit auch der zweite Raum, also das Raucherkammerl, etwas mitbekommt. Ich darf heute Thomas von der Ostensacken begrüßen. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Thomas ist, wie viele von euch schon wissen, Geschäftsführer und Mitbegründer der deutsch-irakischen Hilfs- und Entwicklungsorganisation WADI. Er ist als Publizist tätig, als Kolumnist tätig, hat vielfache Buchbeiträge zum Thema verfasst. Und er ist wohl in meiner Zunft, ich bin ausgebildeter Sozialarbeiter, sowas wie das Role Model eines engagierten Intellektuellen, wenn ich dir so viel Honig ums Maul schmieren darf. In der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung ist es mir relativ schwer gefallen, das Thema etwas einzugrenzen, denn die Ereignisse in den letzten Monaten und Jahren machen es schwierig, konzise Fragestellungen zu entwickeln. Ich möchte trotzdem versuchen, mit einer sehr prinzipiellen Frage zu beginnen, denn man könnte es sich natürlich jetzt einfach machen und verschiedene einzelne Phänomene abstellen, sagen wir Erscheinungsformen des momentanen Konflikts und der momentanen Krise im Nahen Osten, zum Beispiel unter dem Schlagwort europäische Flüchtlingskrise oder unter dem Schlagwort Integrationsfragen, all das, was in Köln jetzt gerade passiert. Da gibt es sehr viele einzelne Stränge, von denen weg man diskutieren könnte. Ich möchte dich aber trotzdem mal ganz grundsätzlich fragen, du bist seit 25 Jahren in der Region tätig, was für dich die wichtigsten Antagonismen sind, historisch und aktuell, die uns möglicherweise auch zu der Situation, die wir jetzt beobachten, geführt haben. Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich bin immer wieder gerne Anfang des Jahres in Wien. Und bitte kein engagierter Intellektueller, da muss ich mal an Heinrich Böll denken. Das nun bitte wirklich nicht. Eine schwierige Frage, aber ich denke, wenn ich zurückblicke auf die Zeit, als ich 1991 das erste Mal sozusagen beruflich im Irak gewesen bin. Davor war ich nur auf Reisen in der Region unterwegs. Hat sich letztlich nicht sehr viel von den grundlegenden Problemen geändert, die ja nicht nur eine Krise des Nahen Ostens oder Nordafrikas sind, sondern die zugleich immer auch eine Krise Europas sind. Diese Krise Europas wird im Augenblick nur fast täglich oder wöchentlich sichtbarer. Denn vielleicht vorweg, wir können unmöglich diese Wir-Die, dieses Wir-Die-Bild aufmachen. Wenn ich in den Irak fliege, nach Süleymaniyah, sind das von irgendeinem deutschen Flughafen 4,5 Stunden Flug. Und nach 2 Stunden Flug fliegt die Maschine über Istanbul. Das heißt, sie überquert die sozusagen Grenze der Europäischen Union und auch die Grenze zwischen im weitesten Sinne dem Abendland und dem Morgenland. Und nach 3,5 Stunden, wenn ich rechts aus dem Fenster schaue, sehe ich ein Gebiet, das vom Islamischen Staat kontrolliert wird. Und dann landet die Maschine. So eng gehört dieses Gebiet zusammen und der nördliche Teil des Mittelmeers, der südliche Teil des Mittelmeers und der östliche Teil des Mittelmeers sind mehr oder weniger trotz all dem eine Einheit. Das heißt, alles, was im Nahen Osten praktisch geschieht, hat seine Auswirkungen auf Europa und vor allen Dingen alles, was im Nahen Osten auch ideologisch geschieht, hat seine Auswirkungen auf Europa. Damit komme ich zum Ersten. Was ist dieser Nahe Osten? Warum beschäftigt er einen auch in Zeiten, wenn nicht Millionen Flüchtlinge vor der Haustür stehen? Er ist einerseits so etwas wie die Müllhalde des Europas des 20. Jahrhunderts, wo abgelegte Ideologien, Technologien, Waffen etc. sozusagen relativ wahllos hingeworfen, abgeworfen wurden und zu irgendeinem eklizistischen, ich weiß nicht was, zusammengeschraubt, das immer wieder zurückspiegelt, auch auf Geschichte, Ideologiegeschichte und materielle Geschichte Europas. Und auf der anderen Seite ist er eine gewaltige Projektionsfläche. Was immer im Nahen Osten geschieht, wird in Europa
nicht sozusagen behandelt unter der Maßgabe, was sind eigentlich die Fakten, was passiert da, sondern was kann ich dort hinein projizieren. Und das gilt nicht nur für den israelisch-palästinensischen Konflikt und den jüdischen Staat, sondern letztlich für alles, was dort geschieht. Insofern ist die Verzahnung zwischen Europa und dem Nahen Osten extrem eng. Wenn man über den Nahen Osten redet, redet man in einer gewissen Hinsicht immer auch über Europa. Die Antagonismen, nun, die sind vielfältig. Ich denke aber als allererstes, und auch ich habe das über die Jahre erst lernen müssen, letztlich ist der Nahe Osten eine Region, die geografisch sehr, sehr nah ist, die aber historisch und in vielerlei Entwicklungen sehr, sehr fern ist. Und die Urteile, die man über die Entwicklung im Nahen Osten fällt, sind größtenteils Fehlurteile aufgrund von diesem Widerspruch, dass man auf der einen Seite denkt, das ist sehr nah, es ist 2 Stunden Flug, es ist nicht, wir reden hier nicht über Tahiti oder Lateinamerika, aber sehr, sehr viele Entwicklungen, seien sie religiös, seien sie historisch, seien sie sozial, liefen sehr, sehr unterschiedlich, womit ich kein Urteil abgeben möchte, sondern erstmal eine Tatsache feststellen. Nun ist einer der größten Widersprüche, und das gilt letztlich über diese 25 Jahre, denn als ich das erste Mal im Süden des Irak war, war man in der Situation, damals kurz nach Ende dieses zweiten Golfkrieges, an den sich einige hier vielleicht gar nicht mehr so erinnern als ein sehr, sehr prägendes Ereignis zu Beginn der 90er Jahre, dass die Amerikaner die irakische Armee aus Kuwait hinausgeworfen hatten und man dachte, die Irakis, die stehen hinter Saddam Hussein, wie die Deutschen hinter Hitler gestanden haben und verteidigen den Irak sozusagen bis zum Führerbunker. Aber was die Irakis gemacht haben, war die erstbeste Gelegenheit zu nutzen, um im Süden des Irak einen riesigen Volksaufstand nicht gegen die Amerikaner, sondern gegen die irakische Regierung zu tätigen, auch im Nordirak. Das heißt, der erste arabische Frühling, der stattfand, fand 1991 im Irak statt. Und statt die Irakis im Süden und im Norden zu unterstützen, stützte man Saddam Hussein gegen seine eigene Bevölkerung. Nicht so stark in Kurdistan, aber im Süden des Irak. Das heißt, man schaute zu, wie mit einer für den Nahen Osten sehr typischen Brutalität ein Aufstand wirklich niedergewalzt wurde. Und das waren mit die ersten prägenden Erlebnisse des Antagonismus. Die Menschen in diesen Gebieten des Irak wollten die Amerikaner und nicht Saddam Hussein. Während sich in Deutschland Linke und Friedensbewegung kollektiv gegen diesen Krieg aussprachen und die Sympathien mit diesem irakischen Diktator ganz offensichtlich gewesen sind. Und an diesem Antagonismus hat sich letztlich in den letzten 25 Jahren nichts geändert. Als ich dann zum ersten Mal in die befreiten Gebiete des kurdischen Nordiraks gekommen bin, wehte dort, und ich meine, ich war jung und ich war ein linkssozialisierter Mensch aus Deutschland, die Fahne der Kommunistischen Partei, die im restlichen Irak nicht wehen konnte, weil unter Saddam Hussein die Kommunistische Partei verboten gewesen ist. Das heißt, 1991 gab es eine Dependance der irakischen Kommunistischen Partei dank einer Flugverbotszone der US-amerikanischen Luftwaffe. Nun sind das alles Widersprüche, die, denke ich, heute viele Leute plötzlich sehen und die heute für viele Menschen Realität geworden sind, etwa für stramme Anhänger der PKK, die plötzlich feststellen, dass die US-amerikanische Luftwaffe Einheiten ihrer kämpfenden Truppe in Syrien unterstützt und sie das in einige doch ideologische Verrenkungen zwingt. Für uns war das eben schon in den frühen 90er Jahren eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen musste und die in einer gewissen Hinsicht einen auch durch die letzten 25 Jahre geführt hat. Also der erste Antagonismus ist ganz offensichtlich der, dass Menschen in der Region oder sehr viele Menschen in der Region etwas anderes wollen, es wahnsinnig schwierig ist, das zu erreichen und es eine Fülle von Kräften gibt, die mit äußerster Brutalität
versuchen, entweder am Bestehenden festzuhalten oder das Bestehende in etwas anderes Brutales zu transformieren. Also etwa die Ablösung durch panarabische Diktaturen, durch islamische Diktaturen etc. Und dieser Antagonismus ist einer, der mich immer extrem geprägt hat, weil ich denke, eine der schwierigsten Herausforderungen ist die, dass sehr viele Menschen etwas wollen und es unglaublich schwierig ist, dies zu erreichen. Und diese Probleme haben sich wiedergespiegelt, immer und immer wieder. 2003 beim Sturz Saddam Husseins, 2009 im Iran bei den Massenprotesten gegen das Regime von Ahmadinejad, 2011 beim sogenannten arabischen Frühling. Und das Zweite, ich soll nicht lange reden, deshalb mache ich zwei, ist das Wissen, dass ohne Veränderungen in dieser Region, diese Region sich in eine Failed Region verwandelt. Und das sind Artikel, die wir damals als Studenten schon in den frühen 90er Jahren geschrieben haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo man glaubt, dass das, was dort ist, stabilisiert, ist in Wirklichkeit immer weiter zerfällt, immer mehr Brutalität, immer mehr Gewalt hervorbringt und irgendwann diese ganze Region wahlweise implodiert oder explodiert mit den entsprechenden Folgen. Und ich denke, dieser Prozess der Implosion oder Explosion, der seit Jahrzehnten letztlich ungesehen stattfindet, kommt jetzt immer stärker zum Vorschein mit immer auch nachhaltigeren Folgen für Europa. Also du hast das schon auf diesen oft als einfach angesehenen Antagonismus, der vielleicht kein Antagonismus ist, hingewiesen. Oft gibt es diese einfache Schuldzuschreibung, die USA, ein Neoimperialismus, wäre dafür verantwortlich, für die Situation, wie wir sie jetzt sehen im Irak, aber auch in Syrien. Darauf bist du erst ein bisschen eingegangen. Dann gibt es noch eine zweite sehr einfache Erklärungsmethode, die zumindest mir begegnet ist in den letzten Monaten immer wieder. Es würde sich um einen Bürgerkrieg handeln in der Region. Um entweder einen Bürgerkrieg, einen arabischen Bürgerkrieg, aber auch um den Antagonismus zwischen Saudi-Arabien und Iran. Kann man das so einfach fassen oder sind das zwei Aspekte des Konflikts, die man vielleicht noch anders diskutieren sollte? Es sind ganz sicher zwei und eine Fülle von Aspekten, die... kommen wir zum ersten. Also natürlich sind der Nahost und Nordafrika Gebiete, die mehrheitlich von Arabern besiedelt sind und muslimisch, aber dann hören die Gemeinsamkeiten auch weitestgehend schon auf. Also es ist immer schwierig, sozusagen eine Region, die so groß ist und in der mehrere hundert Millionen Menschen leben, über einen Kamm zu scheren. Wenn man den Nahen Osten, der momentan eher sozusagen die Problemregion in Anführungsstrichen ist, von der auf Gebiete wie Libyen oder auch Ägypten das ausstrahlt, alleine betrachtet, dann ist es eine Region, die, wenn sie je wirklich kolonialisiert worden ist, vom Osmanischen Reich kolonialisiert worden ist. Das heißt, im Vergleich zu etwa Indien, Algerien oder auch einigen subsaharischen Ländern in Afrika ist die Phase der kolonialen Herrschaft in diesen Regionen sehr, sehr kurz gewesen und hat vergleichsweise wenig Spuren hinterlassen. Und das zweite Interessante ist, diese Region hat im engeren Sinne von dem, was Kolonialismus im 19. Jahrhundert gewesen ist, also die Ressourcenausbeutung von Ländern der heutigen sogenannten Dritten Welt, nie irgendeine Rolle gespielt. Im Gegenteil, sie war immer sehr stark an der Peripherie und nur interessant aufgrund ihrer geostrategischen Lage zwischen eben Europa und anderen Gebieten der Welt. Denn wir haben ja, oder wenn wir als Europäer auch eine Weltkarte gucken, dann stellen wir fest, dass zwischen uns sozusagen und dem Rest der Welt entweder ein Meer liegt oder eben genau dieser Gürtel von arabisch-muslimischen Ländern. Und das war im Mittelalter schon genauso und in der frühen Neuzeit. Das heißt, wollte man nach Indien oder Indonesien oder irgendwo hin, musste man in irgendeiner Weise mit dieser Region
umgehen, die aber immer eigentlich die Rolle einer Vermittlungsregion gespielt hat, also im Handel und so weiter und so fort, und nicht selbst rohstoffreich gewesen ist. Die Amerikaner nun für den Murks oder die Situation im Nahen Osten verantwortlich zu machen, ist sehr kurz gegriffen und Teil jener projektiven Verschwörung, die eine so große Rolle spielt. Wir können auf die Folgen britischer und auch später amerikanischer Nahostpolitik gerne eingehen, aber ich halte es für hauptsächlich einen sehr, sehr ideologisierten Blickwinkel, und einige Leute dürften inzwischen auch gemerkt haben, in welchem Ausmaß sich der Blick sozusagen verändert hat, seit US-amerikanische Außenpolitik im Nahen Osten eine der des Rückzuges ist und die Forderungen an die Amerikaner, dort bitte zu intervenieren, doch immer lauter werden. Denke ich, viele Leute haben etwa die Plakate gesehen, mit denen das die Kleinstadt Kafran Bel in Syrien schon im Jahre 2012 sich für George W. Bush und gegen Obama aussprach. Bilder, die ein bisschen quer liefen zu dem üblichen Narrativ, den es hierzulande gibt. Die Frage des Bürgerkriegs. Nun, Bürgerkrieg ist so ein Wort, das sehr, natürlich eine extreme Unschärfe hat. Also handelt es sich in Spanien um einen Bürgerkrieg? Der Bürgerkrieg ist selbst, denke ich, als schreibende Kategorie vergleichsweise unbrauchbar, außer man benutzt ihn in völkerrechtlicher Absicht, um ihn von einem zwischenstaatlichen Krieg zu unterscheiden. Die Konflikte im Augenblick im Nahen Osten sind extrem vielfältig, ineinander verzahnt, überlagern sich gegenseitig. Und ganz sicher ist einer dieser Konflikte der sehr alte konfessionelle Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, der sich im Zeitalter des Nationalstaates sehr stark konzentriert auf der einen Seite eben die Islamische Republik Iran, die sich ja seit 1979 nicht als ein normaler Nationalstaat empfindet, sondern als eine revolutionäre Agentur der islamischen Revolution weltweit, aber auch als sozusagen die Repräsentanz der Schiiten im Nahen Osten. Egal, ob die Schiiten nun mit der Politik der Islamischen Republik Iran einverstanden sind oder nicht. Und auf der anderen Seite Saudi-Arabien mit seiner extrem reaktionär konservativen Auslegung des Islam, seiner wahhabitischen Ausrichtung, die versuchen, sich sozusagen zum Sprachrohr der Sunniten zu machen. Es gibt einen schiitisch-sunnitischen Konflikt, den kann man anheizen oder man kann ihn nicht anheizen, den gibt es aber. Und ich denke, aus europäischer Geschichte weiß man, was konfessionalisierte Konflikte für ein Potenzial bergen, ein destruktives Potenzial. Und es gibt zwei Regime oder zwei Länder, die nun versuchen, diesen Konflikt für sich zu instrumentalisieren und zu vereinnahmen und ein immenses Interesse haben, dass dieser Konflikt derjenige ist, der alle anderen überlagert. Wenn ich dazu, willst du die nächste Frage stellen oder soll ich dazu noch einen Satz sagen? Ich würde gerne den nächsten Satz noch hören. Ja. Okay. Ich denke, ein gutes Beispiel ist die Exekution dieses Sheikhs Nimr al-Nimr, die ja hier auch durch die Medien gegangen ist, wo plötzlich also Saudi-Arabien richtete 47 Leute hin, ich glaube, das war vor ungefähr 2 Wochen, 40 verurteilte Al-Qaida-Mitglieder und eben einen schiitischen Kleriker. Im Osten Saudi-Arabiens lebt eine schiitische Minderheit oder eine schiitische Bevölkerungsgruppe, wie in Bahrain, Kuwait auch, die extrem unterdrückt wird in Saudi-Arabien und die sehr stark 2011 die embryonalen Oppositionsbewegungen, das hat ja auch in Saudi-Arabien so etwas wie einen arabischen Frühling gegeben, unterstützt hat. Nun muss man wissen,
innerhalb der Schia, ich versuche so kurz wie möglich zu sagen, aber das ist wichtig, innerhalb der Schia gibt es zwei verschiedene sozusagen politische Richtungen der religiösen Schia. Es gibt natürlich noch Hunderttausende von Menschen, die Schiiten sind und es nicht unbedingt mit der Religion halten. Ich rede jetzt von der sozusagen der politisch oder politisierten Schia. Das eine ist, was Ayatollah Khomeini gemacht hat. Und das ist eher eine Minderheitenposition gewesen. Also die Vorstellung, dass die Kleriker selbst regieren müssen, dass man eine Theokratie einrichtet, in der der Klerus regiert. Sehr stark aus dem Irak geprägt ist eine religiöse Vorstellung, dass es erst dem Mehdi obliegt, sozusagen zu regieren und zu erlösen und bis dahin der Klerus eine beratende Funktion innehat, aber nicht selber regieren soll. Und diese Richtung, die vertreten wird vor allen Dingen von Großayatollah Sistani im Irak im Moment, unterstützt sehr stark Ideen von Demokratie, Wahlen und vor allen Dingen, dass keine Kleriker in der Regierung sitzen. Auch wenn etwa im Irak heute eine schiitische Regierung an der Macht ist, von schiitischen Parteien, werden sie keinen einzigen Kleriker innerhalb der irakischen Regierung finden, weil das eben ganz stark gegen diese pietistische Auslegung der Schia gerichtet ist. Die ist für den Iran wiederum extrem gefährlich, weil dieses Modell von Ayatollah Khomeini wird aus dem religiösen Establishment des Irak bedroht. Das ist eine Alternative, die sich auch anbietet für nicht säkulare schiitische Muslime. Die meisten schiitischen Araber in Kuwait, Bahrain und Saudi-Arabien neigen viel stärker der Richtung von Ayatollah al-Sistani zu als von Ayatollah Khomeini. Das heißt, sie verbinden eine Idee von Demokratisierung durchaus mit einem religiösen Konzept. Und das ist für die Saudi-Arabien und für den Iran gleichermaßen extrem gefährlich. Weil für all diese Regimes jede Art von Alternative zu dem, was sie haben, gefährlich ist. Das heißt, auch wenn diese beiden Regimes miteinander total verfeindet sind, haben sie ein unglaubliches Interesse, ihre vermeintlichen Gegner ihren Gegnern in den Arm zu treiben. Das heißt, sie zu radikalisieren. Dieser Nimr al-Nimr tendierte, auch wenn er kein großer Sympathieträger war, stärker in seinen späteren Jahren zu Sistani hin. Das heißt, er hätte eine Alternative anbieten können für eine Schia jenseits des Iran. Zugleich findet aber sozusagen die Wahrnehmung statt, er ist Schiit und für Schiiten ist der Iran zuständig. Was Saudi-Arabien mit dieser Hinrichtung gemacht hat, ist eine Radikalisierung des Konflikts, um die Grauzonen zu löschen. Und auf diese Grauzonen kommt es an. Sofort konnte der Iran und die Hisbollah sich hinstellen und sagen, hier ist ein Schiit umgebracht worden, das ist ein schiitisch-sunnitischer Konflikt und wir hier als Iran vertreten und die Menschenrechte und plötzlich klang Ayatollah Khamenei, obwohl in Iran mehr hingerichtet wird als in jedem anderen Land der Welt, wie der Ehrenvorsitzende von Amnesty Iran, wurde unterstützt von Hisbollah und so weiter und so fort. Und für Saudi-Arabien brachte diese Hinrichtung zwei Vorteile. Die eine ist, der Konflikt mit dem Iran wurde eskaliert und die anderen sunnitischen Länder stellten sich hinter Saudi-Arabien als die sunnitische Führungsmacht. Und in Zukunft wird jeder Schiit im Osten Saudi-Arabiens, der für Demokratisierung, Liberalisierung, irgendetwas eintritt, sofort identifiziert werden als ein Agent des Iran. Und diese Logik funktioniert in jedem Regime unterschiedlich im Nahen Osten und die Europäer fallen jedes Mal darauf rein. Dasselbe wie in der Türkei mit den Kurden. Für Erdogan im Augenblick besteht ein immenses Interesse, Kurden zu radikalisieren und in die Arme der PKK zu treiben, um zu sagen, jeder Kurde ist PKK. Für Assad besteht ein immenses Interesse, die Opposition in die Arme der Islamisten zu treiben, um zu sagen, ich bekämpfe eine islamistische Organisation. Für Saudi-Arabien besteht ein immenses Interesse, zu sagen, hier geht es um einen Konflikt zwischen Schia und Sunna. Das heißt, ursprünglich Konflikte im Nahen Osten werden überlagert, und zwar systematisch, das ist, was sie alle können, wenn sie auch sonst nicht viel können, und jeder fällt permanent darauf rein und sagt, oh, jetzt müssen wir aber den gegen den unterstützen, obwohl dieses Spielchen nur all denen dient, die tendenziell, ich sagte es im letzten Beitrag, weggehören. Also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, läuft ja nicht nur auf klare Gegnerschaft zwischen Saudi-Arabien und Iran beispielsweise hinaus, sondern auch auf eine klare Zuordnung der Bevölkerung
zur jeweiligen Partei. Das bedeutet doch auch in Konsequenz, dass es immer Menschen geben wird, die dazwischen übrig bleiben und die so etwas sind wie, ich weiß nicht, Sigmund Baumann würde Human Waste dazu sagen, oder die einfach auch das, also die Opfer dieser Politik im direkten Sinne sind, weil sie weder Schutzmacht noch Staat haben, noch sonst irgendeine Gruppe, die sich um ihre Anliegen kümmern würde oder sie auch nur verteidigen würde. Also meine Frage, geht es in die Richtung, dass wir von, sagen wir, faschistischen und rechten Staaten in Europa im 20. Jahrhundert gelernt haben, dass die zwar kooperieren können miteinander, vor allem aber in Gegnerschaft gegeneinander gerichtet sind und sich dann auch jeweils selbst bekämpfen, also diese klare Gegnerschaft, von der du sprichst, auch produzieren im Sinne von einer Exekution, wie du sie jetzt angesprochen hast, und dass man sich doch überlegen muss, wie der Zusammenhang mit den, also mit den Menschen es sich verhält, die dann vertrieben werden. Also meine Frage geht in die Richtung, ob zum Beispiel eine rechte Bewegung, die man vielleicht durchaus auch faschistisch nennen kann, wir haben uns vor einigen Monaten darüber unterhalten, über den Iran, in einem Interview, in irgendeiner Weise auch in Koalition steht mit rechten oder faschistischen Bewegungen, beispielsweise in Europa, die einen vertreiben, die Bevölkerung, die sie nicht haben möchten und die sie nicht vertreten möchten, und die anderen wollen sie nicht anerkennen. Also Hannah Arendt hatte dazu in ihrem Buch über die Staatenlosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg ausgeführt, dass zum Menschenrecht nach dem Ersten Weltkrieg auch so etwas gehörte wie Staatsbürgerschaft oder nationale Zugehörigkeit im Sinne von entweder Naturalisierung oder Anerkennung als Minderheit, was sich beides als fatal ausgewiesen hat, dann in weiterer Folge in den 30ern und vor allem dann natürlich in den 40er Jahren. Beobachten wir gerade Ähnliches? Gibt es diese Koalition, wenn da auch Konkurrenz zwischen rechten faschistischen Bewegungen in Europa und im Nahen Osten? Ist das auch so etwas wie ein Zusammenhang, den du am Anfang versucht hast, klarzumachen, dass die Entwicklungen immer miteinander zu tun haben? Kommen wir nochmal auf, ich denke, diese Begriffe Faschismus, Rechts sind alle sehr, sehr schwammige Begriffe, die uns wenig helfen, die Situation im Nahen Osten zu verstehen, die man, denke ich, versuchen kann, durchaus vor der Folie auch europäischer Geschichte sich anzunähern. So wie eine Analyse des Regimes im Iran sehr wohl ist einem vermutlich weit mehr bringt, man liest den Behemoth von Franz Neumann, als die gesammelten Ergüsse irgendwelcher Nahostexperten. So ist es ja so, wenn man nun diese Frontstellung von mir aus zwischen Saudi-Arabien und Iran, die entstanden ist, betrachtet, denke ich, hilft es, wenn man auf das Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus, also nicht, dass Saudi-Arabien die Nazis sind und der Iran sind die Stalinisten, sondern aus europäischer Geschichte hat man dieses Verhältnis, dass beide einen gemeinsamen Feind haben. Und das war Liberalismus, Demokratie, der Westen. Das muss nicht unbedingt der Feind von Kommunismus gewesen sein, aber von Stalinismus ab dem Augenblick, als er den Sozialismus in einem Land erklärt hat. Und eine Anziehung, Abstoßung, die durchaus im Eigeninteresse versucht hat, Leute, die dazwischen standen, auch politisch dazwischen standen, aufzureiben. Das heißt, zu einer Radikalisierung und Polarisierung zu führen. Und zum großen Erstaunen war das Verhältnis zwischen 39 und 41, zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus, ein recht gutes, was man ja gerne in Vergessenheit bringen würde. Und das ist da mit dem kommunistischen Antifaschismus nicht so richtig doll her war. Und ein Stalin eigentlich, wenn man später über ihn liest, offenbar als der einzige Mensch, dem er je einigermaßen auf dieser Welt vertraut hat, Hitler gewesen ist. Das beruhte nur nicht auf Gegenseitigkeit, weil Hitler da sehr ambivalent in seinem Verhältnis zu Russland war, anders als etwa der frühe Goebbels. Ich denke, eine ganz ähnliche Situation besteht zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, außer dass beide Länder extrem
geschwächt und in einer extremen Krisensituation im Moment sind, also nicht vergleichbar sind mit den wirtschaftlich doch sehr weit entwickelten etwa Deutschland der 30er Jahre. Sie wissen, was in den letzten Jahren im Nahen Osten passiert ist, ganz spezifisch die Ereignisse von 2009 im Iran oder des arabischen Frühlings, bedrohen sie ganz, ganz, ganz elementar. Es ist kein Zufall, dass Ben Ali vor genau 5 Jahren, also der tunesische Präsident, als er sein Amt räumen musste, den Flieger nach Riad genommen hat, dass er also nach Saudi-Arabien geht. Saudi-Arabien ist der Inbegriff des anti-arabischen Frühlings, in jeder Hinsicht. Und der Iran hatte 2 Jahre vorher seine Massenbewegung und es gab eine Zeit, als Ayatollah Khamenei wirklich dachte, er muss in den Flieger und ins Exil. Das heißt, diese Regimes sind extrem wackelig und sie wissen, es gibt in der Region eine immense Wut, ein immenses Potenzial gegen sie. Und das müssen sie versuchen zu unterdrücken, mit und gegeneinander. Nun sitzt in, wenn man auf den Begriff der Faschisten in Europa kommt, und ich weiß nicht, ob wir nun etwas wie Pegida oder AfD oder die Entwicklung in Polen oder in Ungarn, ob das Wort Faschismus wirklich so besonders treffend auf sie ist. Aber sagen wir mal, wir benutzen das Wort Faschismus für diese neuen rechtspopulistischen oder Bewegungen. Gibt es natürlich im Augenblick enge Kooperationen und auch eine gewisse Interessensgleichheit, die aber viel stärker auf der einen Achse sozusagen liegt. Also ja, der Konflikt ist ja nicht der nur zwischen Saudi-Arabien und Iran, sondern Iran sitzt in der sogenannten Achse des Widerstandes mit Bashar al-Assad und der Hezbollah und ist die maßgebliche Kriegspartei in Syrien im Augenblick und wird ganz massiv unterstützt von Russland, auch wenn die russischen und iranischen Interessen nicht 100% deckungsgleich sind. Und ich denke, über die Iran, aber noch stärker über Putin im Augenblick ist die Schaltstelle, der auf der einen Seite extrem enge Beziehungen unterhält, etwa zur Front National, angehimmelt wird von unseren Souveränisten in Deutschland, wie Herrn Gauland etc. pp. Und auf der anderen Seite maßgeblich der Produzent von Flüchtlingen in Syrien ist und sehr genau weiß, welche Auswirkungen diese Flüchtlinge in Europa und ganz spezifisch in Deutschland haben. Und Deutschland spielt in diesem Fall eine ganz wichtige Rolle. Nicht nur, weil es im letzten Jahr mit dieser angeblichen Grenzöffnung, die keine war, eben das Hauptaufnahmeland von Flüchtlingen geworden ist, sondern weil es extrem empfindlich im Augenblick ist. Die Ereignisse von Köln, der Silvesternacht, haben das ja ganz deutlich gezeigt, wie schnell über diese Mengen von Flüchtlingen man in Deutschland eine Krise erzeugen kann oder sich eine Krise erzeugt, die wirklich existenziell ist. Also im Augenblick spinnt Deutschland komplett wegen diesen Ereignissen der Silvester. Das ist unfassbar. Ja? So, und das ist natürlich durchaus im geostrategischen Interesse des Assad-Regimes. Denn da müssen wir einen kleinen Sprung nach Syrien machen. Was der Konflikt in Syrien, wenn man ihn nicht als einen Konflikt um Freiheit und Unfreiheit und Demokratisierung, um Mitspracherechte, um bessere ökonomische Situation, also nicht als ein sozusagen als Teil dieser Aufstände des arabischen Frühlings betrachtet, sondern unter konfessionalisierten Gesichtspunkten, dann besteht Syrien aus ca. 13% Alawiten, die im weitesten Sinne der Schia zuzurechnen sind und unter dem alten Assad immer stärker an den Iran herangeführt worden sind, obwohl traditionell Alawiten eigentlich keine, sagen wir mal, Hardcore-Schiiten sind, aus 13% Kurden, aus 10% Christen und der Rest sind sunnitische Araber. Das Assad-Regime in Syrien hat sich ganz maßgeblich auf diese Minderheiten gestützt, ganz ähnlich wie im Irak unter Saddam, der sich auf die Minderheit der Sunniten gegen die Mehrheit von Schiiten und Kurden gestützt hat. Und wie gesagt, ich benutze diese konfessionalisierten Begriffe nicht, weil ich sie mag, sondern um Dinge zu erklären. Ich affirmiere sie nicht. Es ist völlig klar, in Syrien wird es gegen die Willen der Mehrheit der Bevölkerung keine Assad-Diktatur geben. Wenn es nach der Mehrheit der Bevölkerung geht, ist dieser Assad fertig. Dieser Assad hält sich an der Macht, weil er von Iran und Russland und Hisbollah ganz massiv unterstützt wird.
Und will er eine Zukunft haben, muss er eine massive ethnische Säuberung in Syrien durchführen. Das heißt, er muss die demografischen Gegebenheiten in Syrien ändern. Und der Krieg in Syrien ist ein historisches Novum, weil zum ersten Mal, soweit ich das weiß, in der Geschichte der letzten 150 Jahren hier die Mehrheit weggesäubert wird. Also, das syrische Regime hat ein Interesse daran, dass möglichst viele sunnitische Araber verhungern, sterben oder fliehen, um die demografische Zusammensetzung von Syrien zu ändern. Das heißt, diese Flüchtlinge, die im Moment, und das sind ja inzwischen 14 Millionen, die entweder innerhalb von Syrien als Internal Displaced sitzen, in den Irak geflohen sind, in die Türkei, in die Nachbarländer oder sogar nach Europa, sind größtenteils sunnitische Araber, die damit sozusagen das Ziel einer demografischen Veränderung Syriens unterstützen. Dieser Zusammenhang wird überhaupt nicht wahrgenommen in den hiesigen Medien. Und was in den letzten Wochen passiert, nämlich das systematische Zerstören der verbliebenen Infrastruktur in den von Rebellen kontrollierten Gebieten Nordsyriens durch die russische Luftwaffe, hat nichts weiter als den Zweck, weitere Flüchtlinge zu produzieren, Gebiete zu entvölkern und völlig unregierbar zu machen, um Assad an der Macht zu lassen. Und das natürlich führt fraglos zu all den Punkten, die du angesprochen hast. Und ich denke, ich brauche nicht die wirklich brillante Analyse von Hannah Arendt zu wiederholen, in ihren Elementen an Ursprung totaler Herrschaft, sondern kann jedem, der hier sitzt, wirklich nur von wärmstens empfehlen, sich dieses Buch auszuleihen oder zu kaufen und die 14 Seiten über die Republik der Staatenlosen zu lesen, was es auf Dauer bedeutet, wenn Millionen von Menschen zu staatenlosen Flüchtlingen gemacht werden, deren einzige Heimat das Internierungslager ist, die nicht rückführbar sind, dass diese Mengen von Flüchtlingen zwangsnotwendigerweise Strukturen destabilisieren, Nationalstaaten in Frage stellen, etc. pp. Hat sie damals mit geschrieben, als wäre es gestern. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen, weil die ganze Debatte um Flüchtlinge, die nicht auf diese, in meinen Augen, die nicht auf die Reflexionen und Analysen von Hannah Arendt basiert, ist eine über die moralische Frage, bin ich für oder gegen Flüchtlinge, die völlig uninteressant ist. Außer man möchte das mit sich oder seinem Beichtvater oder seiner Mutter oder seiner Freundin klären. Ja, also was du sagst, ist eigentlich, dass die Vertreibung von der Mehrheitsbevölkerung in Syrien ein erstes und vordergründiges Ziel auch des Assad-Regimes ist und gleichzeitig diese Differenzierung in sogenannten Aufnahmeländern, wie zum Beispiel Österreich, aber vor allem natürlich jetzt in Deutschland, eigentlich nicht mehr bewusst ist, dass das niemandem bewusst ist. Das muss ja eigentlich eine große Rolle spielen dann auch, weil es kein Verständnis gibt für die Art des Konflikts. Auf der anderen Seite tue ich mir ein bisschen schwer, weil du sagst einerseits, es ist ein Konflikt, der sich rund um Demokratisierung und Liberalisierung der Gesellschaft zuvor, dass zumindest wann einmal in 2011 oder 2012, 2013 bezogen hat, aber trotzdem jetzt das Konfessionelle so stark in den Vordergrund gerückt wird. Wie kann man mit diesem Widerspruch dann umgehen? Muss man das den Deutschen dann erklären oder den Österreichern erklären? Oder muss man sich überlegen, die Struktur des Meterrechts zu verändern? Da gibt es ja viele Vorschläge, also Sheila Benadib sagt, es braucht ein Einbürgerungsrecht. Also wie ist damit umzugehen, auch innenpolitisch in Deutschland zum Beispiel? Wie nimmst du das auch wahr? Also du hast auch gesagt, es kommt zu einer Brutalisierung der Massen. Hast Arthur Köstler zitiert in diesem Zusammenhang, im Text von 31. Auch schon, wir haben ja gerade eine ziemliche Rückkopplung. Ne? Ich glaube, das ist der Finger, wenn du da auf das. Also, das sind wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. An die Eiskugel kommt. Also, mal, sogar mit bestem Willen unterstellt, ist man in den letzten Jahrzehnten gewöhnt, Minderheiten vor Mehrheiten zu schützen, was ja ein sozusagen eine Grundvorstellung auch ist des Widerspruchs zwischen einer Republikanismus, der Menschenrechte gewährt und Demokratie, die sozusagen die Macht der Mehrheit über die Minderheit ist. Und wie Hannah Arendt sagte, man kann ja auch als Mehrheit ganz demokratisch entscheiden, die Minderheit
zu eliminieren. Also ist dort ein. Ja, und es gibt nun einfach die Vorstellung, Minderheiten sind gefährdet. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund des Mehrheit-Minderheiten-Konzeptes eines politischen Begriffes, weil es niemals die Vorstellung von Staatsbürgerschaft oder Citizenship ersetzen kann. Minderheitsschutz, auch das hat Hannah Arendt wunderbar beschrieben. Minderheitenschutz ist ein in sich extrem fragwürdiges Konzept. Vor dem Phänomen, dass sozusagen die Mehrheit diejenigen sind, die gezielt vertrieben und umgebracht werden, hat man bisher noch nicht gestanden. Und es ist einfach sehr, sehr schwer, sich das sozusagen auch auszumalen. Spezifisch, weil man in diesem Konflikt mit Teilen dieser Mehrheit zu tun hat, die alles andere als sympathisch sind. Wenn sie etwa sich als islamische Akteure gerieren, die wiederum erklären, dass wenn sie an der Macht sind, sie die Minderheit vernichten. Also, und das ist ja ein Teil auch der Realität in Syrien, dass man weiß, sollten gewisse Kräfte innerhalb etwa der Al-Nusra-Front, was ich nicht denke, aber sollten sie die Macht übernehmen, wird es für Angehörige der Minderheiten, also spezifisch der alawitischen oder christlichen Minderheiten in Syrien, kein Zuckerschlecken. Und dann hat man die Situation, die man kennt, also dass die Mehrheit die Minderheit, ganz spezifisch noch die religiöse oder ethnische Minderheit verfolgt. Und das ist, da man sich mit dem Syrien-Konflikt nie auseinandersetzen wollte, nimmt man diesen Konflikt in herkömmlichen auch so Rastern wahr. Und das weiß die andere Seite, die ist ja nicht blöd. Man hat es ja nicht mit Gegnern zu tun, die doof sind. Das ist das Bild des Rassisten. Weder das Assad-Regime, noch das iranische Regime, noch Putin sind doof. Sondern haben sehr gut geölte, funktionierende Propagandamaschinen, Medien, ob das nun diese ganze russische RT und Sputnik News ist, ob das die unterschiedlichen iranischen Medien, können mit Ängsten spielen und tun das die ganze Zeit. Und die Angst im Westen vor Al-Qaida oder ISIS ist wesentlich größer als die Angst vor dem Iran oder im Augenblick der Ausbildung der Achse des Widerstandes. Und darauf wird ganz, ganz, ganz gezielt die ganze Zeit gespielt. Wir führen doch den Krieg gegen den Terror. Wir sind doch diejenigen, die die Terroristen bekämpfen. Bis hin zu diesem Bild, dass im Augenblick jeder nach Teheran fährt, um den Terror zu bekämpfen und nur einmal die Homepage des State Departments öffnen müsste und gucken, welches Land ist eigentlich das Land, das Jahr für Jahr als der Hauptsponsor des internationalen Terrorismus geführt wird, und das ist der Iran. Aber der Iran ist unser Partner im War on Terror. Und das haben sie hingekriegt. Und es wird immer schwieriger, auch gegen diese Narrative sozusagen anzugehen. Die Flüchtlingskrise, um den kleinen Sprung zu tätigen, mit denen man es im Augenblick zu tun hat, war ja völlig vorhersehbar. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren hier auch in Wien schon gesagt, wenn in Syrien sich nichts ändert, werden eines Tages die Leute einfach schlicht und ergreifend nach Europa kommen, weil ist kein Vergnügen bereitet, jahrelang unterversorgt in einem Zelt im Libanon oder in der Türkei zu sitzen. Das war alles völlig vorhersehbar. Das läuft im Moment nach einem Drehbuch ab. Und dass das letzte Jahr es gewesen ist, und nicht das vorletzte Jahr, in dem eben sozusagen man begonnen hat, den Weg nach zu gehen, liegt unter anderem daran, dass zumindest in Syrien die Leute einfach schlicht und ergreifend die Hoffnung verloren haben. Mit dieser Flüchtlingskrise hat man es nämlich mit der absurdesten Flüchtlingskrise zu tun, die zumindest mir bekannt ist. Und ich arbeite mit Flüchtlingen seit über 25 Jahren. Die absolute Mehrheit dieser Syrer wollte in Syrien bleiben und erzählen das auch. Sie müssen nur in ein syrisches Flüchtlingslager gehen und fragen, und die Leute sagen, wir wollten nie weg, wir sind 2 Jahre sind wir im Libanon geblieben, in Jordanien, in irakisch Kurdistan, dann sind wir erst nach Europa gegangen, wir wollten nicht nach Europa, wir wollten zurück nach Syrien, wir wollten ein neues Syrien aufbauen, aber wir können es nicht mehr, wir haben die Hoffnung verloren. Das heißt, es sind Flüchtlinge, die gar nicht zu Flüchtlingen werden wollten und nun vor die gezwungen worden sind, früher oder später zu kommen. Aber es sind Leute, die organisiert gewesen sind. Und dieser Moment, nicht der arme, hilflose Flüchtling,
was heute in den Medien als Angela Merkel hat die Grenzen aufgemacht und Angela Merkel hat die ja alle reingeholt, beschrieben wird, war die organisierte Aktion von Syrern, die sich in Budapest auf den Weg gemacht haben und gesagt, wir kommen. Und so wie wir in Homs und in Aleppo und in Hama gelernt haben, uns zum ersten Mal in unserem Leben politisch zu organisieren, organisieren wir uns in Europa. Und es war dieser Marsch der Hoffnung, March of Hope, der einfach losging. Und wo man wusste, die kommen, der Schengen niedergerissen hat. Der nur, stellen Sie sich vor, deutsche Politik würde sagen, Deutschland ist kapituliert vor ein paar Syrern, die sich organisiert haben und auf den Weg gemacht haben von Budapest nach Wien. Sie als Österreicher haben das, oder ihr als Österreicher habt das als allererstes miterlebt. Das war genau dieser Moment, der Turning Point, dass Menschen, Flüchtlinge, Entrechtete, Staatenlose, sich organisiert haben. Was sozusagen den ganzen Schneeballeffekt nach sich gezogen hat. Vielleicht darf ich da zur Organisationsfrage auch noch eine Frage stellen. Also diese große Anzahl an syrischen Flüchtlingen, die jetzt in Europa sind oder noch nach Europa kommen werden und auch diese Möglichkeit der Organisation, die du jetzt angesprochen hast, die schon geübt ist und gelernt ist und wohl auch nicht verschwinden wird jetzt in Europa in den Exil-Communities, ich möchte das jetzt mal so nennen und danach zu meiner Frage überleiten. Hast du eine Einschätzung, also wie diese Exilgruppen sich organisieren könnten oder auf was sie auch warten? Ich meine, es gibt dann so Vorschläge wie vom polnischen Außenminister, der sagt, wir brauchen eine syrische Exilarmee. Das ist es wohl nicht, aber beobachten wir so etwas wie, ich weiß nicht, eine Fragmentierung des syrischen Exils in Deutschland? Gibt es dann verschiedene Gruppen? Wer tritt für was ein? Ist das politische Streben in die Richtung der Befreiung Syriens angelegt? Versucht man sich mit Kräften zu verbinden, die Assad zum Beispiel, das Assad-Regime überwerfen wollen, auch wenn es im Moment offenbar niemanden gibt, der das möchte? Also hast du da eine Einschätzung, wie sich das bilden könnte? Ich meine, die Flüchtlinge, die gekommen sind, sind nicht nur Demokratieaktivisten, das ist ein kleiner Teil, aber zur Organisation reicht das erstmal. Es sind immer wenige, die sozusagen, nun auffällig, ich arbeite im Moment nicht wirklich in Flüchtlingslagern mit Flüchtlingen, aber was ich im Vergleich zu etwa dem großen irakisch-kurdischen Diaspora aus den 90er Jahren feststelle, ist, dass diejenigen Syrer, die in Syrien aktiv waren, die in Syrien ich nenne das mal Demokratiebewegung, aktiv gewesen sind. Du bist das mit dem. Ich bin das. Ich glaube, da müsste man mal. Aber wir nehmen mal. Geht's jetzt? Ist aus. Dann nehme ich deins. Wir können okay, ja eins machen wir mit einem vielleicht. So. Dass die sehr schnell in Deutschland wieder sich zusammenfinden und dass man, wenn man auf Demonstrationen in Berlin geht, die etwa jetzt diese Demonstration gegen die Hungerblockade von Madaya gestern, auf denen sehr, sehr wenig Deutsche kommen, die dieses Anliegen, dass Kinder nicht verhungern, unterstützen, dass dort Syrer hinkommen und demonstrieren, die 3-4 Wochen in Deutschland sind. Also dass sozusagen diese Strukturen weiter auch in der Diaspora funktionieren, aber die absolute Mehrheit der Menschen, die jetzt im Augenblick nicht nur aus Syrien, sondern aus dem Irak, aus Marokko, aus Afghanistan und neuerdings auch wieder aus der Türkei kommt, ist nicht politisch, ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung, will einfach ein besseres Leben, ein Dach über dem Kopf, ist zum größten Teil, da es ein Querschnitt der Bevölkerung ist, da sind darunter Islamisten, schrecklich konservative Leute, Familien aus Mosul, wo man sich fragt, warum seid ihr eigentlich vor dem islamischen Staat geflohen? Menschen, die fliehen, sind nicht, weil sie fliehen, gut, sondern innerhalb der Flüchtlinge gibt es, und das ist neu, nach dem arabischen Frühling eben oder nach dem Beginn dieser Aufstände, gibt es Leute, die sich sehr schnell organisieren und gerade
Gestern habe ich in Al Jazeera gelesen, ich muss versuchen, die auch in Kontakt zu kriegen, dass jetzt zum Beispiel die erste arabischsprachige Zeitung von syrischen Flüchtlingen für syrische Flüchtlinge gibt. Also und das ist sehr, sehr auffällig, wenn ich auf 25 Jahre zurückblicke, in welchem Ausmaß Syrer in der Lage sind, nicht alle Syrer, aber Syrer, Menschen aus Syrien, sich zu organisieren und dieser Spirit bleibt. Wir arbeiten, viele der Leute, die Aktivisten sind, sind in der Türkei geblieben, weil sie von da einfach stärker noch auf die befreiten Gebiete in Syrien zurückwirken können und so weiter. Ich habe sehr viele Bekannte in Gaziantep, was sozusagen die Hauptstadt der syrischen Opposition in der Türkei ist. Und kürzlich mit jemandem aus Homs abends Tee getrunken, der meinte, Thomas, Homs ist kaputt, Homs ist zerstört, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir haben geguckt, Homs ist in seiner Geschichte schon 5-mal zerstört worden und 5-mal wieder aufgebaut. Wir bauen das auch zum 6. Mal auf, nur Assad muss weg. Und das ist ein bisschen ein Spirit, wo ich immer denke, Leute, wo nehmt ihr den her? Ja. Nach diesen 5 Jahren. Also wo nehmt ihr das her? Wir alle laufen mit langen Gesichtern und lesen die negative Dialektik und versuchen und die Katastrophe. Und ja, wir bauen dann Homs wieder auf. Aber wie gesagt, man sollte, und das ist ganz wichtig, Flüchtlinge sind nicht, weil sie Flüchtlinge sind, gute Menschen. Und dieser Glaube, der einige Leute offenbar im letzten September dazu bewogen hat, Ballons zu verteilen, und die jetzt erklären, wir sind so enttäuscht. Und also hätten wir das gewusst, hätten die nie Ballons am Münchner Hauptbahnhof verteilt. Das ist einfach nur böse. Ja. Also du sprichst auf den Begriff Willkommenskultur auch an, denke ich mir. Ich habe noch eine Frage, passt vielleicht das nicht ganz dazu, ist ein bisschen ein Sprung. Wir haben es auf jeden Fall auch angekündigt, darüber zu sprechen. Es gibt ja, wenn man an die Terroranschläge in Paris beispielsweise denkt, aber jetzt auch in Tel Aviv und viele Terroranschläge und Attentate der letzten Jahre, erstens immer wieder eine starke Verbindung zum Islamischen Staat oder andere dschihadistische Gruppierungen, die irgendwie gebrütet haben im syrischen Bürgerkrieg oder jetzt auch im irakischen, also in asiatischen Regionen. Das Kabel ziehen, vielleicht kam da vorne jemand. Kann es sein, dass es die Nähe zum Stadtmikro ist? Das Kabel. Okay. Also kurzum, es geht nicht nur um eine Opposition von Saudi-Arabien gegen Iran oder den verschiedenen Gruppierungen in Syrien, sondern immer wieder ist Gewalt nicht nur gegen Europa, sondern vor allem gegen Juden und Jüdinnen und gegen Israel gerichtet. Meine Frage ist, also wie schätzt du das ein in der Region? Ist es ein Antizionismus, der einfach alle Akteure antreibt und am Ende vielleicht sogar noch das ist, auf das sich dann alle verständigen können, weil es das Letzte ist, das Konkrete ist, ein funktionierender Staat Israel und auch abstrakt ist und weiterhin wie immer schon identifiziert wird mit Liberalität, Demokratisierung, Modernität, Fortschritt. Wie siehst du das? Ich würde nicht von Antizionismus sprechen, sondern Antisemitismus. Wenn es einen Ort im Augenblick, also seit Jahrzehnten gibt, in dem Antisemitismus extrem virulent ist, und zwar sowohl bei der Regierung wie der Opposition, sowohl bei den Säkularen wie bei den Religiösen, ist es ganz ohne Frage der Nahe Osten. Es ist auch die, soweit ich weiß, einzige Region in der Welt, wo die Protokolle der Weisen von Zion in staatlichen Verlagen gedruckt werden. Und das angeblich in Syrien hatte der damalige Verteidigungsminister von Hafez al-Assad ein Buch über die Blutmasse von Damaskus geschrieben. Ein ganz antisemitisches
Verschwörungsdrecksbuch in allerbester Tradition, das in staatlichem Verlag herausgegeben wurde und das man auch als Tourist im Archäologischen Museum in Damaskus käuflich erstehen konnte. Das so viel zu Assad und seinem Partner. Aber der Nahe Osten hat auch das einzige Staat, nämlich den Iran, in dem das erklärte Staatsziel, der Zweck dieses Staates, die Verübung eines zweiten Holocausts, also die Vernichtung Israels ist. Und die Formen, die das angenommen hat, sind, wie man fast täglich sieht, extrem bedrohlich und amalgamieren mit einer Gewaltkultur, obwohl ich diesen Begriff Kultur wirklich nicht mag, die sich auch in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt hat und exzeptionell gewachsen ist, von Beginn des jemenitischen Bürgerkriegs zu Konflikten, die extrem brutal alle gewesen sind, in denen das einzelne Menschenleben überhaupt keine Rolle spielt, egal ob das unter dem Regime von Saddam Hussein gewesen ist, bei den Massenhinrichtungen im Iran, in dem Gewalt sich in jede Pore von Gesellschaft, Familie, Leben sozusagen eingenistet hat und als eine ganz selbstverständliche Reaktionsform erscheint, als eine ganz selbstverständliche Art der Konfliktlösung. Und diese beiden Elemente plus eine sehr, sehr starke religiöse Aufladung mit Jenseitsbezug, sexueller Frustration etc. pp. Haben dieses spezifische Element, denke ich, des islamistischen oder des Terrorismus aus dem Nahen Osten entwickelt, dessen Ziel fast ausschließlich Nichtkombattanten sind. Nichtkombattanten, die man aber zu Kombattanten erklärt. Also jeder Jude kann Kombattant sein und so weiter und so fort. Ne? Und die parallel zum Zerfall des Nahen Ostens, über den ich ja ganz am Anfang gesprochen habe, angewachsen ist. Also die Formen von Brutalität und Gewalt sind jedes Mal sozusagen wesentlich schlimmer als die davor. Also als Saddam Hussein gestürzt worden ist, kannte man die Suicide Bombers und den Terror der sogenannten Al-Aqsa-Intifada im Irak verdreifachte sich die Form von Gewalt einfach, von Mengen an Menschen, die starben, von dass Leute plötzlich anfingen, Öllaster auf Marktplätze zu fahren und anzuzünden, um Dutzende von Zivilisten umzubringen. Und heute blickt man auf diesen Terror von Al-Qaida zurück und denkt, im Vergleich zu dem, was der Islamische Staat betreibt, wirkt Al-Qaida ja wirklich noch wie eine vergleichsweise moderate Organisation. Und sollte es so weitergehen, fürchte ich, wird man in 2-3 Jahren irgendwann sagen, naja, also der Islamische Staat ist im Vergleich zu dem, was wir heute haben, ja doch noch relativ zurückhaltend gewesen. Also die Entfesselung von Gewalt, die exzeptionell steigt, ist ein Problem, das man aber über Jahrzehnte beobachten kann. Und das sowohl für staatliche wie für nichtstaatliche Akteure gilt. Also, und dieser Terrorismus, der sich jetzt in Europa sozusagen Bahn bricht, der unterstützt wird auch von Europäern, also von Menschen, die in irgendeiner Weise aus der Region stammen, aber in Europa aufgewachsen sind und hiesigen Pass haben, ist ein Riesenproblem, das natürlich grenzüberschreitend ist. Und aber immer auch auf die entsprechenden Sympathien natürlich setzen kann. Das heißt, solange ein Terroranschlag antisemitisch motiviert ist und das Ziel offenbar in irgendeiner Weise entweder Juden sind oder jüdische Institutionen oder etwas, was als jüdisch identifiziert ist, kann leider Gottes ein Täter in Europa sich auf ein gewisses Verständnis stützen. Also man sieht ja den Unterschied, also der Aufschrei bei dem Mord in einem jüdischen Supermarkt und was passiert, wenn ein paar deutsche Frauen der Polizei melden, dass sie sexuell missbraucht wurden. Ich denke, in den letzten 4 Tagen wurde über die Ereignisse von Köln mindestens 60 Mal so viel geschrieben wie über die Anschläge von Paris. Und die deutsche Frau, die vom Araber, ist ganz anders, hat ein ganz anderes Potenzial von Empörung als der gezielte Mord an Juden.
Ich würde hier jetzt vorerst mal Stopp machen. Ich habe noch einige Fragen, aber ich denke, es wird im Publikum sicher auch Fragen geben. Und ich würde den Modus vorschlagen, dass wir immer drei Fragen sammeln, wenn das okay ist. Und wir diese dann beantworten und dann vielleicht eine Frage noch am Podium stellen. Gerne, wie ihr mögt. Gibt es Fragen oder sollen wir weitermachen? Vielleicht auch da hinten irgendwo. Ja, gibt es denn irgendeine Hoffnung? Siehst du irgendwie eine Chance auf Befriedung der Region? Dann soweit, ja. Noch eine weitere Frage oder sollen wir die mal beantworten? Der Sunni-Schia-Konflikt hat sich ja seit den 1980ern oder seit der iranischen Revolution ja wieder stark erhitzt. Es gab ja Anfang des 20. Jahrhunderts stärkere pan-islamische Strömungen oder die so Sunni-Schia-Zusammenarbeit anstellten, die Kalifatsbewegung und so Sachen. Und wie siehst du da den Zusammenhang zwischen quasi dem Umstand, Saudi-Arabien gab es ja schon länger, aber dass quasi ein schiitisches Regime als Legitimationsideologie eben explizit eine besondere Ausdehnung des Schia-Islams hatte, dass das eben den Konflikt so angeheizt hat? Das sind eh schon zwei sehr umfassende Fragen, oder? Also, dann komme ich zur spezifischen erst und dann zur allgemeinen. Sicher, die Folgen der islamischen Revolution 1979 auf die Region sind gigantisch. Also letztlich ist der Turning Point, diese auch im Rückblick, ist die islamische Revolution. Nicht nur für das, was im Iran geschehen ist, sondern für die gesamte Region. Die Politisierung und Radikalisierung auch der sunnitisch-islamistischen Bewegung ist ein Spiegel der iranischen Revolution. Die Wahhabiten in Saudi-Arabien sind, will man den Vergleich wieder mit Europa tätigen, bis in die späten 70er Jahre in hohem Maße reaktionär konservativ gewesen. Das heißt, mit den klassischen auch Elementen reaktionär konservativer Politisierung, also einer Misstrauen gegenüber Massen, gegenüber jeder Art revolutionären Bewegungen, Umstürzen etc. Sie sind sozusagen am ehesten noch das Russland des Nahen Ostens gewesen, wenn man das mit dem 19. Jahrhundert vergleichen würde, und sahen sich nun nach 1979 gezwungen, auch aus Legitimitätsgründen, enorm in eine sozusagen Bewegung zu investieren, die eher islamisch-revolutionär ist, was die alte sunnitischen Islamisten nicht gewesen sind, sondern die waren eher reaktionär. Mit der Mischung als eine Reaktion auf die verlorenen Kriege gegenüber Israel. Die ganze Radikalisierung vieler von der Muslimbrüdern des Konfliktes in Afghanistan, das Entstehen von Al-Qaidas und des Elementes, dass innerhalb dieser sunnitisch-islamistischen Bewegung man diese revolutionären Elemente adaptierte, die eigentlich etwas sehr spezifisch Schiitisches in der Geschichte gewesen sind, hängt sehr eng mit 1979 zusammen. Und der Rollback jetzt, den wir im Augenblick beobachten, hängt wiederum ganz eng mit dem Rückzug der Amerikaner aus dem Irak zusammen und der Tatsache, dass dadurch Obama de facto den Irak schlüsselfertig an den Iran übergeben hat und ein innerschiitischer Konflikt sozusagen damit entschieden ist, nämlich der ganz, ganz wichtige Konflikt, den ich für den zentralen Konflikt halte, von dem ich eingangs sprach, zwischen sozusagen der chomeinistisch-theokratisch-revolutionären Linie und der pietistisch eher demokratischen, die von Najaf, also oder von den meisten Ayatollahs in Najaf unterstützt wird. Was man wiederum nicht oder die wenigsten hier wissen, ist, dass innerhalb des Iran ein Großteil der Groß-Ayatollahs die Linie von Najaf unterstützt. Und dass 2009 während der sogenannten Grünen Bewegung nur eine Minderheit der iranischen Groß-Ayatollahs hinter Khamenei stand und eine Mehrheit sogar die Grüne Bewegung unterstützt hat. Das heißt,
die Machtbasis des iranischen Regimes auf religiös-theologischer Ebene, nicht nur, weil schlicht und ergreifend ein Großteil von iranischen Frauen und Männern und Jugendlichen keinen Bock mehr auf den Scheiß haben, was das Wichtigste ist, nicht die theologischen Spitzfindigkeiten, einfach keinen Bock mehr haben und dieses Regime weghaben wollen, sondern dass es eben nicht in der Sunna, aber in der Schia diese Alternative gibt. Der Iran hat ein maßgebliches Interesse daran, dieses Najaf unter Kontrolle zu kriegen. Denn dieses Najaf war nach 2003 eine Bedrohung für den Iran. Und im Augenblick ist klar, aus Najaf, da der Iran auch im gemeinsamen Kampf gegen den Islamischen Staat, wo ja jeder, der erklärt, er kämpft den Islamischen Staat, ist ja neuerdings ein Alliierter im Kampf gegen den Terror. Also die Einzigen, die es noch fehlen, sind die Nordkoreaner, die da irgendwie noch nicht sagen, wir wollen jetzt auch. Ne? Ist klar, die Ausbreitung des Iran und der Iran erklärte, er kontrolliert 4 arabische Hauptstädte in seinem neuen persischen Imperium, nämlich Damaskus, Beirut, Bagdad und Sana'a im Jemen. Das sind ja die vollmundigen Erklärungen von Beratern von Ayatollah al-Khamenei. Ist wiederum von saudischer Seite ein reaktiver Versuch, da etwas gegenzubauen, also eine sozusagen sunnitische NATO, die aber auch letztlich überhaupt keinen Zusammenhalt hat, aus Regimes besteht, gegen die in jedem Land Hunderttausende oder Zehntausende, Millionen auf die Straße gegangen sind. Und das Einzige, was als Kit dann funktioniert, ist eine klare Feindmarkierung, also Sunni, Schia in diesem Fall, die, by the way, im Augenblick von der sunnitischen Seite Israel ist ja wirklich nicht das Problem. Also das... die haben gerade ganz andere Probleme. Das kann sich auch wieder ändern, aber im Moment ist sozusagen, wie man sieht, die sunnitische Welt versteht Israel eher als einen taktischen Alliierten. Man sieht das auch bei Erdogan, der jetzt wieder seine Avancen macht. Sie sind nicht begeistert, aber sie haben, der Unterschied, denke ich, ist noch, Saudi-Arabien hat ein gewisses Überlebensinteresse, während der Iran sehr stark diese revolutionäre Dynamik hat, die einen sehr, sehr stark selbstzerstörerischen Zug trägt. Und damit kommen wir zu dem Wort Befriedung. Ich will keine Befriedung im Nahen Osten. Was ist da zu befrieden? Das ist wie diese ständige Forderung nach Stabilität. Was ist da zu stabilisieren? Diese Begriffe, die immer mit dem Nahen Osten kommen, oh, der Iran, vielleicht ist der jetzt stabil, oder Saudi-Arabien, oder ja, immerhin, Saddam Hussein hat ja für Stabilität gesagt, der hat so 1 Million seiner Bürger umgebracht und mit deutschem Giftgas beworfen, aber für Stabilität hat er gesorgt. Der erste, und das gilt seit 1991, was ich am Anfang bewusst sagte. Das Erste, was der Nahe Osten nicht braucht, ist der Glaube, irgendein starker Mann könnte da noch irgendetwas stabilisieren. Ich habe den Irak nun von 2003 ab auch und davor und danach verfolgt. Es wäre und hätte auch völlig klar sein müssen, dass wenn man Staaten, die so kaputt sind, die eigentlich Failed State in Spe sind, also wo eigentlich nur noch Repression und Gewalt ein Land zusammenhält, das von außen, sagen wir, wie ein Leviathan aussieht, im Inneren aber de facto längst ein Failed State ist. Und in dem Augenblick, wo sozusagen diese äußere Hülle weggesprengt wird, sieht man erst sozusagen das ganze Ausmaß des Desasters. Die Zerstörung auf institutioneller Ebene, persönlicher Ebene, moralischer Ebene und ökonomischer Ebene, die Jahre dauern, um sie in irgendeiner Weise sozusagen zu transformieren. Und diese Jahre wurden nie gegeben, weil sofort kam, wer stabilisiert. Das ist ja Chaos. Natürlich ist das Chaos. Was glaubt man denn, was passiert, wenn in Syrien Assad stürzt oder selbst wenn im Iran dieses Regime stürzt? Es wird natürlich Chaos geben. Aber die Frage ist, was aus diesem Chaos entsteht. Und das ist die ganz große zentrale Frage. Produziert Chaos immer größeres Chaos? Als sogenannte Instabilität, oder gibt es im Nahen Osten Kräfte, die sozusagen langfristig stabilisieren? Oder braucht es eine immense äußere Intervention, weil in Ländern, die Wittvogel mal als orientalische Despotien bezeichnet hat, ist eine innere Dynamik hin zu dem, was man gemeinhin im Westen als Entwicklung bezeichnet, nicht stattfindet. Das ist etwas, woran ich glaube. Ich sehe nicht, dass aus eigener Kraft
diese Länder sich wirklich transformieren können. Ich sehe, dass es einer massiven äußeren Unterstützung und Intervention bedarf. Was ich meine, kann man in etwa nachlesen bei Marx Analysen des Kolonialismus in Indien und bei Wittvogels, in Wittvogels orientalischer Despotie. Aber wie gesagt, die Vorstellung mit den existenten Akteuren, das ist Steinmeiers Außenpolitik, mit diesen existenten Akteuren ließe sich im Nahen Osten irgendetwas befrieden oder stabilisieren, ist dumm, falsch, eine einzige moralische Bankrotterklärung und wird der Bundesrepublik Deutschland die nächste Million Flüchtlinge bescheren. Vielleicht um den Stabilitätsbegriff doch nicht ganz aufzugeben und auch nochmal überzuleiten zu dem, was deine Organisation tut. Denn WADI arbeitet ja durchaus auch an innerer Stabilität, so wie ich das verstanden habe, in euren Projekten, in vielfältigsten gesellschaftlichen Bereichen. Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz auch erzählen, ganz zum Schluss, also auf die Mikroebene kommend, was ihr tut auch an Strukturaufbau, vielleicht ist es nicht die Stabilität, die du jetzt gemeint hast, aber auf der lokalen Ebene. Ich kann dazu, wir haben eine Homepage, die etwas chaotisch aussieht, aber viele Informationen dazu hat, aber ja, ich meine, unsere Arbeit ist im Prinzip der verzweifelte Versuch, gegen all diese Entwicklungen, über die wir heute auch ein bisschen gesprochen haben, festzuhalten an der Vorstellung, dass nur Strukturen in den Menschen innerhalb des falschen Ganzen, muss ich es ja nochmal mit Adorno hier, also nicht eine naive Affirmation bürgerlicher Gesellschaft, sondern innerhalb sehr, sehr enger Grenzen, die einfach in kapitalistischen Gesellschaften gegeben sind, ein auf das Individuum fußendes, selbstbestimmtes Leben führen sollten als Ideal. Und ohne die Gleichheit oder Gleichstellung der Geschlechter, ohne ein Minimum an lokaler Selbstverwaltung, ohne ein Minimum an Chancen der Partizipation, ohne ein Verständnis dessen, was etwa Gesetzgebungsprozesse sind, dies nicht möglich ist. Und wir haben immer versucht, über die Jahre hinweg konkrete Arbeit, ob das Frauenzentren, freie Radios, der Kampf gegen Genitalverstümmelung, Ehrtötung, also all diese Formen auch von ganz spezifischer Gewalt gegen Frauen, die seit 4 Tagen plötzlich in Deutschland die Leute alle unglaublich betroffen macht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie viele neue Mitglieder der Deutsche Frauenschutzbund in den letzten 4 Tagen gekriegt hat. Und wer plötzlich alles Tränen vergießt, wie schlimm es Frauen und Mädchen im Nahen Osten und Nordafrika geht. Also es ist wirklich beeindruckend. Es hat sich bei uns aber noch nicht auf dem Konto als Spenden wiedergespiegelt. Bisher ist jeder dabei, sich zu überbieten auf Facebook oder in Zeitungen. Also diese Sachen, die alle nicht neu sind und die auch alle bekannt gewesen sein können und ohne zu verbinden, nicht mit einem paternalistischen Ansatz von oben, sondern mit Formen, dass etwa aus einer Kampagne, als ein Beispiel gegen Genitalverstümmelung, am Donnerstag werde ich da ja nochmal ein bisschen näher drüber sprechen, aus einer Kampagne gegen Genitalverstümmelung, die wir waren es, die sozusagen überhaupt zutage gefördert haben, dass in Irakisch-Kurdistan und Westasien die Verstümmelung weiblicher Genitalien ein Problem ist. Das war vorher ein Thema, da hat niemand drüber geredet. Es war auch innerhalb von Irakisch-Kurdistan ein Tabu. Eine Initiative entstanden ist, dass Menschen das Parlament aufgefordert haben, diese Praxis per Gesetz zu verbieten. Und man ganz klar gesagt hat, nein, den üblichen Weg des Präsidialdekretes gehen wir nicht. Denn im Nahen Osten ist die Macht bei der Exekutive und nicht der Legislative. Das heißt, ein Mensch, der im Nahen Osten aufgewachsen ist und in meinem Alter ist, kann sich nicht vorstellen, dass ein Gesetz etwas ist, das eine Volksvertretung verabschiedet und eine Exekutive im Auftrag der Volksvertretung umsetzt,
sondern für jemanden im Nahen Osten, in Syrien oder im Irak, der irgendeinem dieser Länder aufgewachsen ist, gibt es zwischen einem Gesetz und einem Dekret der Exekutive überhaupt keinen Unterschied. Wenn nun jemand aus dem Nahen Osten sagt, ich will Demokratie etc., wäre ein erster Schritt, überhaupt mal klarzumachen, welche sozusagen, was das bedeutet, wenn man Parlamente hat, die reine Akklamationsbuden sind und keine Tradition, auf die man vorher zurückgreifen kann, weil Formen der munizipalen Selbstverwaltung etc. eben im Nahen Osten anders als in Europa nicht existieren. Ich hatte das Anfang gesagt, man ist sich geografisch sehr nah, aber in der Geschichte sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und das hat eben nicht nur dazu geführt, dass heute in irakisch-Kurdistan ein Gesetz verabschiedet worden ist, das alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Kinder unter Strafe stellt. Und damit eines der progressivsten Gesetze ist, die es im Nahen Osten gibt. Dafür haben die Menschen gekämpft mit Unterschriftensammlungen. Das sollten die Leute, die sich gerade in Deutschland darüber aufregen und überhaupt unsere Kultur, eure Kultur und so weiter, auch im Hinterkopf bewahren, welche Initiativen, welcher Kampf es bedeutet, wenn man sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, Zwangsheiraten etc. im Nahen Osten wirklich angeht. Und dass diese Menschen, die es tun, ob in Ägypten oder in Irak oder in irakisch-kurdischen Tunesien, unsere Unterstützung brauchen, wir nicht die CSU brauchen, die uns etwas erklärt von christlicher Kultur. Dass heute diese Kampagne dazu geführt hat, dass im Iran, in Malaysia, in Indien Leute anfangen, gegen Genitalverstümmelung vorzugehen und sagen, irakisch-Kurdistan ist unser Vorbild, weil da gibt es jetzt ja ein Gesetz dagegen. Und plötzlich sozusagen Leute aus diesen Ländern überhaupt wissen, was ist Kurdistan. Vorher wussten sie das, ich brauchte es ja nicht zu wissen. Und man darüber in Auseinandersetzungen, Diskussionen kommt, wie eigentlich auch der Zusammenhang zwischen Kampf gegen Formen von Gewalt gegen Frauen, Menschen, Kindern, Demokratisierung und Freiheit ist. Denn nur um aktuell nochmal auf Köln zurückzukommen, Stabilität und Befriedung funktioniert ja so. Und ich habe das aus eigener Erfahrung. Boah, Irakisch-Kurdistan wird immer schlimmer, seit Saddam Hussein gestürzt worden ist. Weil da wurden jetzt nämlich im letzten Jahr 612 Erdtötungen gemeldet. Also unter Saddam war es besser, da gab es nämlich keine Erdtötung. Nein, unter Saddam war es nicht besser, da wurden Erdtötungen nur nicht registriert. Da gab es kein Department of Combating Violence Against Women. Und da wurde niemand verurteilt für Erdtötung, weil als ein Dekret gab, das unter Saddam Hussein Erdtötung legalisierte. Das heißt, wenn ich eine Frau umbrachte und nachweisen konnte, ich habe das aus Gründen der Ehre getan, wurde ich automatisch amnestiert. Jetzt steht man genau vor diesem Problem, dass etwas mehr Freiheit Unordnung in Regionen, in denen Konfliktlösungen sich sehr schnell auch gewalttätig entladen, dazu führen, dass plötzlich alles, was hässlich ist, auf den Tisch kommt. Alles, was vorher unter den Teppich gekehrt ist, kommt hoch. Und es ist alles sehr, sehr hässlich und unschön, aber es muss auf den Tisch kommen, es muss hoch, es muss darüber diskutiert werden. Und eines der ganz großen Probleme, was man nun auch im Zusammenhang mit Köln sieht, ist die völlige Unfähigkeit in Europa damit umzugehen. Jetzt heißt es, der Tahrir Square ist in Köln angekommen. Ja, das sind Überschriften, die man in deutschen Zeitungen liest. Nein, nicht der Tahrir Square ist in Köln angekommen. Auf dem Tahrir Square gab es von der ägyptischen Geheimpolizei organisierte Banden junger Männer, die ganz gezielt sexuelle Übergriffe auf Frauen organisiert haben, um diese Frauen zu demütigen. Das war eine Richtung gegen den Tahrir Square. Diese sexuellen Übergriffe, die jeder Ägypter kennt, systematisch von staatlicher und auch islamistischer Seite, waren gegen den arabischen Frühling gerichtet. Gegen die Ideen des arabischen Frühlings. Die Folge von Tahrir Square und den elenden Vergewaltigungen und den systematischen Übergriffen auf Frauen war, dass dieses Thema in Ägypten, das immer existiert hat, und Gewalt gegen Frauen in Ägypten ist ein unglaubliches Problem, nach 2011 kein Tabu mehr war. Dass man darüber gesprochen hat, dass es veröffentlicht worden ist, dass Frauen sich getraut haben zu sagen, ich bin vergewaltigt worden und nicht als der Täter, sondern als die Opfer wahrgenommen worden. Und dass 2014 in Ägypten ein Gesetz verabschiedet worden ist, das Leute das Sexual Harassment unter Strafe gestellt hat. Das ist die Folge von Tahrir Square. Aber in Deutschland identifiziert man diese Übergriffe, von denen man bis heute nicht genau weiß, wer sie organisiert hat, wie sie stattfanden und so weiter,
dann. Noch dazu muss gesagt werden, dass es in Deutschland einen der laschesten Vergewaltigungsparagrafen überhaupt gibt. Was in Deutschland überhaupt erstmal als Vergewaltigung gilt, braucht physischen Widerstand. Weinen oder Nein sagen reicht noch nicht als Widerstand. Also, aber wie gesagt, es, ist nicht, es geht nicht darum, zu beschönigen, was sexualisierte Gewalt im Nahen Osten ist, in welchem Ausmaß Religion, Klerus, die gesellschaftlichen Verhältnisse Gewalt befördern, legitimieren, systematisch anwenden, sondern es geht darum zu fragen, in welchem Zusammenhang es steht, dass wo immer ein bisschen mehr Freiheit herrscht, Gewalt gegen Frauen eins der ersten Themen ist, das thematisiert wird. Hier ist noch eine Frage. Gibt es noch weitere? Okay, dann. Ja. Hier. Wir haben gerade über Deutschland gesprochen, über die Wahrnehmung des arabischen Frühlings. Und man konnte ja an der deutschen Wahrnehmung in den Medien, und ich glaube in Österreich war es nicht anders, sehen, dass die Rezeption der Aufstände in Ägypten und in Tunesien durchaus positive, eine durchaus positive Wahrnehmung hat. In den ersten zwei Monaten, ja. Ja, genau. Und das war im Fall Syrien anders. Es kommt mir vor, nachträglich betrachtet, kommt es mir vor, als wäre die Wahrnehmung der syrischen Proteste von Anfang an eine andere gewesen. Ich würde dich gerne fragen, ob das womöglich etwas damit zu tun haben könnte, dass das Assad-Regime geschichtlich auch eine, wie soll ich sagen, eine Ähnlichkeit in der Tradition von Staatlichkeit, von Gewalt hat. Und ob die Begeisterung für die Demonstrationen in Ägypten und Tunesien, die anfängliche Begeisterung, etwas damit zu tun haben könnte, dass die Proteste in Ägypten und Tunesien eher als antiwestliche identifiziert worden sind und nicht die gegen eine baathistische staatliche Tradition, die in der Kultur und in der Tradition des Nationalsozialismus steht. Ja. Also es gibt natürlich die Aufstände in der arabischen Welt, es gibt die arabische Straße. Die arabische Straße, die als Topos über Jahrzehnte immer wieder aufgetaucht hat, ist ein Projektionsmechanismus, der sehr eng mit diesen organisierten faschistischen Massenaufmärschen zusammenhängt. Ich kann das, was die arabische Straße ist, kann ich vielleicht mal ein bisschen überspitzt darstellen. Von der arabischen Straße erhoffte man sich in Deutschland, und zwar sowohl aus Teilen der Linken wie als Teil der Rechten, sehr manifest und ich denke damit auch latent aus großen anderen Teilen der Bevölkerung, dass sie zu Ende führt, wo die Alliierten Großpapa gehindert haben. Also, dass sozusagen die Araber jetzt die Aufgabe haben, den Judenmord zu Ende zu bringen. Das ist ein Projektionsmechanismus, der ganz, ganz, ganz starke, ganz stark affektiv besetzt gewesen ist. In Äußerungen, die man immer wieder zur arabischen Straße gehört hat. Hier haben wir die Massen, hier sind die Fanatiker, die versprechen jetzt, und Saddam verspricht, und Arafat verspricht, und Nasser verspricht. Das einzige Problem war, die haben halt nie geliefert. Dann hat es wieder rausgestellt, ne, das ist dann doch nur der Araber, gell? Und so richtig bringen tut er das dann auch nicht, ne? Wenn ich das mal so übertrieben. Ich sage es aus dem Blick der Projektion. Ich denke, die frühe Wahrnehmung des sogenannten arabischen Frühlings in Tunesien und vor allen Dingen auch in Ägypten war, da richten sich Leute gegen pro-westliche Regimes. Das sind sozusagen die Lakaien des US-Imperialismus, was sie Mubarak und Ben Ali haben ja nun sozusagen in ihrer Affiliation eher dem Westen zugehört. Ben Ali-Regime, da konnte man immer alle Terroristen abliefern, die man selbst in Guantanamo nicht unterbringen konnte. Der hat die dann ordentlich für einen gefoltert. Das waren also die eigenen Alliierten. Und als das losging, war eine der Reaktionen, ha, jetzt zeigen es den Amerikanern, jetzt kommt die arabische Straße, jetzt, ja. Und das Problem war dann, als es in Libyen losging und man sah, Gaddafi, ja gut, in letzter Zeit mit Berlusconi und den Franzosen nicht mehr so ganz, aber eigentlich so Gaddafi, Sozialismus und Grün und Antisemitismus, Vernichtung und Krieg, wurde das alles schon etwas, die Begeisterung flachte schon sehr stark ab. Und als dann in Syrien die Schaltstelle dieser Achse des Widerstandes, die einzigen im Augenblick sind, die das alte Versprechen der Vernichtung Israels noch aufrechterhalten. Und das ist der Iran. Denn wir alle wissen,
vom Araber, ich sage das jetzt mal auf Hessisch, gell, vom Araber kommt nichts im Moment. Der zerfleischt sich selbst, der kriegt man Suicide-Bombing hin, aber so die große Vernichtung, das, nee, das ist der Iran. Der Iran mit seiner Atombombe. So, und als es in Syrien losging, und Assad hatte ja noch erklärt, und die Zeit hat es groß abgedruckt, 2 Monate bevor es in Syrien losging, bei uns doch nicht, wir sind doch hier nicht die Büttel des Imperialismus und bei uns herrscht Demokratie und all diese Vorstellungen von Autoritarismus, einem alten Alliierten der Sowjetunion, einem Verbündeten von Putin, Frontstellung zu Israel, Verbündeter des Iran, ich kann das jetzt, ne, also all diese positiven Maßnahmen tragen natürlich bei Syrien und nicht zu Unrecht steht große Teile der traditionellen Linken in Deutschland und Österreich geschlossen hinter diesem Assad-Regime. Geschlossen. Das hat natürlich ganz viel mit, nicht mit dem zu tun, was wirklich im Nahen Osten stattfindet, sondern dem Bedürfnisbefriedigung, den Projektionsmechanismen, für die der Nahe Osten eine so große Rolle spielt. Denn nochmal, wenn man in der Regel in Deutschland oder Österreich über den Nahen Osten redet, redet man nicht über den Nahen Osten, man redet über sich selbst. Ja. Ja, das Letzte, was du gesagt hast, ist vielleicht mit ein Grund dafür, dass die traditionelle Linke im deutschsprachigen Raum immer kleiner wird. Stichwort Syrien. Wenn man weiß, dass dem Diktator Assad ständig weitere Soldaten weglaufen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der in seinem Land eigentlich noch was zu sagen hat. Wie schätzt du das ein? Und zweite Frage, etwas Grundsätzlicheres. Diese arabischen Länder leben ja ökonomisch davon, dass es Ölökonomien gibt. Das Öl ist das nahezu einzige nennenswerte Einnahmequelle. Und selbst ein Land wie Ägypten, das schon lange kein Öl mehr fördert, ist heute von der Hilfe, bitte? Gas, Öl, Ägypten ist Gas. Ja, ist heute von der Hilfe des Ölscheichtums Saudi-Arabien abhängig. Heißt das nicht, nachdem durch das Ölgeschäft jetzt nicht mehr so viel Geld hereinkommt, dass vermutlich auch nicht mehr so viel mehr Geld werden wird, heißt das nicht, dass insgesamt die ökonomischen Perspektiven der Region sehr trist sind und damit nicht nur die Perspektiven der Regimes trist sind, sondern auch die Perspektiven für die Bevölkerung insgesamt, auch wenn es gelingen sollte, diese Regimes loszuwerden? Also zum Ersten, ich meine, Assad ist fertig, sonst bräuchte Assad nicht die Hisbollah, schiitische Milizen aus dem Irak, aus Afghanistan, russische Luftwaffe, iranische Revolutionsgardisten. Die syrische Armee kämpft de facto schon seit langem nicht mehr. Und wo sie kämpft, verlieren sie. Die ganzen letzten auch Militäroffensiven in Nordsyrien sind nur noch von iranischen Truppen, Hisbollah und Schia-Milizen vorgetragen worden. Und es gab diese peinlichen Szenen, die natürlich die syrische Opposition mit Begeisterung geteilt hat, dass der syrische Fernsehsender dann kam und irgendwie die siegreiche syrische arabische Armee filmen wollte, nur an der Front war keine siegreiche syrische arabische Armee, sondern nur irgendwelche Leute, denen ganz offensichtlich mit ihren Fähnchen und Bildchen anzusehen war, dass sie irgendwelche schiitischen Milizen waren, die Ayatollah Khamenei unterstellt gewesen sind. Der Iran ist im letzten Sommer gescheitert beim Versuch, Assad zu stützen. Deshalb mussten dann die Russen ran. Also so, und die Russen schaffen es jetzt auch nicht. Und was nach den Russen kommt, weiß man nicht, weil dann sozusagen inzwischen sich auch in den Regimegebieten Syriens rumspricht, dass obwohl nun also Europa und die USA und alle und Assad und du musst und wir verhandeln und du brauchst ja nicht zurückzutreten und wir machen und bitte hier und bitte da, es schlicht und ergreifend so aussieht, dass sich dieses Regime es nicht wirklich halten kann. Das heißt, Iran, Russland und Hisbollah handeln wirklich nicht aus einer Position der Stärke.
sie handeln aus einer Position der Schwäche und diese Schwäche wird natürlich angefeuert von dem, was Sie oder du gesagt haben, dass Ihnen im Moment Ihre Einnahmen ganz gewaltig zusammenbrechen. Also heute Morgen war OPEC-Öl, ein Barrel OPEC-Öl bei $28. Die Saudis brauchen für einen ausgeglichenen Haushalt 100, der Irak 120. Die Saudis haben noch relative Devisenreserven, aber selbst da wird es, ist ihr Ölkrieg gegen Fracking und Russland und Iran. Und dieser niedrige Ölpreis zerstört natürlich die gesamten Grundstrukturen und macht diese Kriege auch immer teurer, weil der Iran muss da schon ganz schön viel finanzieren. Am jedem Monatsersten kommt Hassan Nasrallah und der Houthi und alle brauchen Geld und der will und das muss alles bezahlt werden. Naja, und die, was da so reinkommt, und der Saudi sagt, bis auf 20 macht er das weiter, also auf $20. Das heißt, wie lange es dann dauert, bis die ersten Fracking-Firmen ausfallen und wirklich sozusagen dieser zyklische der Rohstoffzyklus wieder hochgeht, den man ja kennt, der sehr, sehr stark, sehr starke Ausschläge hat, und welche Auswirkungen das in vielerlei Hinsicht auf die Regimes und die Menschen des Nahen Osten hat, das macht sich im Moment noch niemand klar. Also ich sehe in Irakisch-Kurdistan, wie im Augenblick dieses wirklich die Region kollabiert. Ja, da hat es sowas wie eine Mittelklasse gegeben, aber wirklich nur im ökonomischen Sinne, ne? Die alle investiert haben, die Immobilienpreise sind explodiert, Leute haben sich Autos gekauft. Zum ersten Mal überhaupt nach Jahrzehnten von Verfolgung, Zerstörung gab es so etwas wie eine Art von kleinem Konsumrausch. Und jetzt stellen Leute fest, sie kriegen ihre Häuser nicht verkauft, die Gehälter sind seit 7 Monaten nicht bezahlt. Und wenn da jetzt sozusagen der Druck beginnt, dass das verkauft werden muss, brechen Immobilienpreise so in den Keller, dass Leute vor dem Nichts stehen. Und das ist ganz ähnliche Entwicklung, wird es in anderen Ländern der Region geben. Und natürlich ist eine Frage, wie lange die Saudis den Herrn Sisi noch finanzieren, der ja auch 9 Milliarden aus Riad braucht, um seinen Ägypten da zusammenzuhalten, dann auch vollkommen am Ende ist. Und natürlich haben keine dieser Länder irgendetwas in langfristige Strukturen oder eine Diversifizierung investiert und stehen jetzt einmal mehr vor den Folgen genau dieser Rentiersökonomie, die natürlich ideal den Herrschaftsstrukturen in diesen Ländern entspricht, weil sie verhindert, dass etwa eine ökonomisch unabhängige Bourgeoisie entsteht und damit Institutionen und damit Vermittlungsverhältnisse und damit eine multipolare Gesellschaft, sondern alle letztlich in einer riesigen Sozialkasse leben und die oben die Sozialkasse verwalten, Geld nach Loyalität verteilen. Und das ist das alte System, egal ob es die Islamisten betreiben oder ob das die Herrschaftsstruktur der Baas-Regime war und natürlich Menschen alle überflüssig sind. Als Arbeitskräfte und als überflüssige Arbeitskräfte, alle wissen, dass sie jederzeit, und das war etwa die Politik im Irak, der Vernichtung zugeführt werden können. Insofern wird natürlich dieser Ölkrieg der Saudis, der jetzt sich aufaddiert oder zusammenhängt mit der auch Eskalation zwischen Saudi-Arabien und Iran, die durchaus irgendwann sich militärisch entladen kann, die Situation weiter polarisieren und zuspitzen und in Folge natürlich weitere Flüchtlinge produzieren und auch dass die Situation der Flüchtlinge in der Region extrem verschlechtern, weil ein Großteil der Gelder der UN, also gerade des UNHCRs, aus den Golfstaaten kommen, worüber niemand so gerne redet, weil im Moment benimmt man sich ja gegen Saudi-Arabien die Bösen. Wir müssen am besten ja in Teheran erzählen, dass die Menschenrechte in Saudi-Arabien ganz schlecht sind. Also da findet ja ein Wechsel sozusagen von Riad nach Teheran statt im Augenblick. Also die Rolle, die Saudi-Arabien früher gespielt hat, spielt Teheran heute. Und ein Großteil der UN-Gelder für die Flüchtlinge und internen Vertriebenen der letzten 2 Jahre kamen aus Kuwait, aus Saudi-Arabien, aus Katar etc. pp. Nur das werden die Gelder sein, die wir als erstes zusammenstreichen. Und wer dann für die Milliarden aufkommt, die notwendig sind, damit noch ein existenzielles Minimum für die Millionen von Flüchtlingen und IDPs garantiert ist. Und die Situation jetzt ist so, nur dass Sie Bescheid wissen, dass
ein durchschnittlicher Flüchtling in Jordanien, Libanon oder irakisch-Kurdistan mit 13 Dollar im Monat leben muss. Darauf ist das zusammengestrichen. Und wir Leute, mit Leuten, syrischen Flüchtlingen in Irak-Kurdistan zusammenarbeiten, die sagen, es ist der dritte Winter, in dem wir keine Winterjacken haben. Und wir kriegen zwischen 10 und 15 Liter Kerosin im Monat. Und im Augenblick ist in den Flüchtlingslagern um Süleymaniye rum die Temperatur minus 5 Grad. Das ist die Situation. Und das wird im Moment noch aufrechterhalten, größtenteils von Geldern vom Golf. Die werden zusammengestrichen dieses Jahr. Leute sagen einem ganz klar, ich will hier bleiben, ich möchte gar nicht nach Europa, aber wenn die Situation sich weiter so verschlechtert, gehen auch wir nach Europa. Und das ist natürlich eine der weiteren Folgen dieser fallenden Ölpreise mit der entsprechenden, mit den entsprechenden Konsequenzen, die das in Europa haben wird. Weil, wie gesagt, ich denke nicht, dass es ein wirklich großes Problem wäre, auf kurz-, mittel- oder langfristig auch in einem Land wie Deutschland 1 Million zusätzlicher Flüchtlinge zu integrieren, wenn das irgendeine Art von Perspektive hätte. Das Problem im Moment ist, also würde jetzt als Beispiel, hätte es im Libanon ein ganz schreckliches Erdbeben gegeben und 2,5 Millionen Libanesen wären für immer sozusagen heimatlos geworden und man sagt, okay, die Aufgabe ist jetzt 1 Million Libanesen sozusagen in irgendeiner Weise in Deutschland unterzubringen, zu integrieren und so weiter, aber danach ist Schluss und dann ist das, dann haben wir etwas Sinnvolles getan, aber hier die Flüchtlinge sind ja nur ein Symptom der wirklichen Krise und die Krise wird ja nicht adressiert, das heißt, man redet ja nicht darüber, warum die Flüchtlinge eigentlich kommen und dass die Einrichtung einer Schutzzone in Nordsyrien 2012 im Zweifelsfall schon ausgereicht hätte, dass diese Flüchtlinge nicht gekommen wären und diese Flüchtlinge nicht mal kommen wollten, was ein Unterschied zu sehr vielen Flüchtlingen aus dem subsaharischen Afrika ist, deren Traum es ist, nach Europa zu kommen. Das heißt, die Situation ist, es werden immer mehr kommen und man weiß, da sitzen 14 Millionen und das Problem in Syrien und im Nahen Osten ist nicht als innenpolitisches zu lösen, sondern der Nahe Osten ist, wenn er so bleibt, wie er ist, wird nur das Gift nach Europa. Sozusagen wird die Verhältnisse in Europa vergiften, die auch schon im Nahen Osten vergiftet sind. Ja, ich glaube, du hast meine Frage hier. Also hier ist noch eine Frage und dann gerne noch. Sorry. Eine, ja? Bitte. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine sunnitische Mehrheit in Syrien besteht auch zwischen 60 und 70% ungefähr, ne? 60, ja. Wie viele Stämme sind dort in den Briefen, beziehungsweise ob das richtig ist, dass die sich auch gegenseitig bekämpfen in Syrien? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, bevor die Russen dazu gekommen sind, haben die Amerikaner ein Jahr oder über ein Jahr in Syrien bombardiert. Was? Wen haben denn die Amerikaner bombardiert in Syrien? Ja, die Islamische Staat angeblich, ne? In Syrien bzw. Nordirak, ja? Und wieso konnte sie keine Forte buchen? Das ist die Frage, die zweite Frage. Und die dritte Frage, ist es richtig, dass ohne amerikanische bzw. NATO-Intervention in diesem Gebiet hätten wir heute keinen islamischen Staat bzw. keine Lebensmittel? Letztes, nein. Der islamische Staat, über den wir heute ja gar nicht geredet haben, der islamische Staat ist eine Synthese aus Al-Qaida und irakischem Baathismus. Die Effizienz des irakischen Staates wird gewährleistet davon, dass hochrangige Offiziere und Geheimdienstleute der alten irakischen Baath-Partei sozusagen diese Form des islamischen Staates gegründet haben. Das heißt, ein Großteil des irakischen Staates ist die Kontinuität des irakischen Regimes. Klar, hätte man Saddam nicht gestürzt, hätte man das irakische Regime als Staat und nicht als ISIS gehabt. Es ist dasselbe irakische Regime. Also die Frage sozusagen, dieses irakische Regime war so am Ende wie sämtliche Regimes in der Region. Man kann sich nun bei der Brutalität des Irak vorstellen, was passiert wäre, wären Leute 2011 im Irak auf die Straße gegangen. Und wer nach weiteren 6 Jahren Zerfall, Embargo etc. pp. Im Irak so etwas ausgebrochen, welche Konsequenzen das gehabt hätte. Die weitestgehende Nichtintervention in Syrien hat
bis heute ein Land zu einem Land geführt, in dem 80% der Infrastruktur weitgehend zerstört ist, 250.000 Leute tot sind und 14 Millionen auf der Flucht. Syrien war immer vergleichsweise gemäßigt im Vergleich zum Irak. Der Irak war immer das Land, wo es richtig zur Sache ging. Man kann sich also vorstellen, was passiert wäre, man hätte im Irak nichts gemacht. Das ist die wirklich interessante Frage. ISIS ist ein Symptom der Probleme. ISIS ist, aber weil man die Probleme nicht adressieren will, reden alle über den Islamischen Staat, weil der Islamische Staat ist so wunderbar, gegen den kann alle sein. Wer ist nicht gegen den, eigentlich ist jeder außer dem Islamischen Staat gegen den Islamischen Staat. Also hat man eine Allianz, die den Islamischen Staat bekämpft und wirklich sich selbst bekämpft. Also Erdogan bekämpft die PKK, Assad bekämpft die Opposition, Hisbollah bekämpft hauptsächlich auch die syrische Opposition, aber jeder bekämpft den Islamischen Staat, nämlich eine ganz große Koalition. Die ist größer als die Alliierte, Koalition der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Und ISIS ist ja auch ganz schlimm. Also weil diese 45.000 Dschihadisten in der Wüste mit Kalaschnikows und ein paar amerikanischen Humvees werden inzwischen allen Ernstes in der deutschen Welt mit der deutschen Wehrmacht verglichen. Und ich war kürzlich bei meiner Freundin in Haifa und hatte ein nettes Gespräch mit einem von der Munizipalpolizei in Haifa, in Israel, der mir sagte, also seiner Ansicht nach würde das vereinte Polizeikorps von Haifa und Baku ausreichen, um in 2 Wochen den Islamischen Staat in Garaus zu machen. Das ist die Realität der Bedrohung, die von diesem Islamischen Staat, weil er eben ein Symptom ist und weil jeder ihn braucht. Assad braucht ihn, Iran braucht ihn, Erdogan braucht ihn, jeder braucht den Islamischen Staat. Putin braucht ihn, ohne was wäre. Jeder braucht den Islamischen Staat, also will niemand, dass der Islamische Staat geschlagen ist. Das ist der War on Terror gegen den Islamischen Staat und damit Ausdruck des herrschenden Irrsinns im Nahen Osten. Denn wäre der Islamische Staat weg, könnte ja niemand erzählen, ich bin das kleinere Übel. Die Logik oder das Existenzielle braucht das kleinere Übel, das größere Übel. Das ist diese Erkenntnis fehlt schon in den Außenministerien der Europäischen Union. Wenn ich sage, schaut, ich bin nicht so toll, aber ich bin das kleinere Übel, weil da ist das größere Übel, dann brauche ich natürlich das größere Übel, weil wenn wir das größere Übel verschwinden, wäre ich nicht mehr das kleinere Übel. Und das ist hauptsächlich diese Konstellation im Kampf gegen Assad. Das untereinander natürlich in Syrien in der Opposition ist, die unterschiedlichen islamischen, islamistischen, nicht-islamistischen Akteure und zerstritten sind von unterschiedlichen Quellen ihre Gelder kriegen, denke ich, ist weitestgehend, ja, ist bekannt, ist auch eine Tatsache. Ich meine, die simple Tatsache, dass ich Sunnit, Alawit, Christ oder Kurde bin, heißt noch nicht, dass ich mit meinem Mitsunniten, Christen, Alawiten oder Kurden sehr viel teile. Das Problem von Ethnisierung und Konfessionalisierung ist ja, dass man Konflikte auf völlig unpolitische Kategorien runterbricht und in Kollektiven redet. Und ein Großteil der Syrer wusste gar nicht, dass sie Sunniten sind. Das hat sie nicht interessiert. Sie wurden erst in diesem Konflikt zu Sunniten, ganz ähnlich wie in diesem Konflikt in Jugoslawien, wo auch in den 90er Jahren viele Leute erst zu Serben, Kroaten, Bosniern und so weiter gemacht wurden über eine Polarisierung dieser Konflikte. Und Stämme, letzte Frage, in Ostsyrien ja, im Rest Syrien spielen Stämme keine große Rolle. Also in der Wüste an der syrisch-irakischen Grenze spielen Stämme bis heute eine noch wichtige organisatorische Rolle. In syrischen Großstädten wie Damaskus, Hama oder Homs spielt die Stammeszugehörigkeit keine große Rolle und ich würde generell, außer wirklich in der Wüste und in Irak, im sunnitischen Dreieck, dieses ganze Gerede über Stämme. Stämme sind politische Entitäten, die zum größten Teil von diesen Diktatoren wiedererfunden wurden. Also von Saddam nach 1991, von Gaddafi, also die sozusagen reanimiert worden sind und längst ihre ursprüngliche ökonomische und politische und soziale Rolle eingebüßt haben im Verlauf von Urbanisierung, Modernisierung und eben Rentenökonomie, wo der Stammescheich auch nicht mehr das ist, was er vor 200 Jahren mal gewesen ist. Also 3 Fragen noch hier beim Fenster. Bitte? Nein, hat sich erledigt? Ich bin schon zu lange. Okay, gut, dann von dir. Ich wollte nur fragen, siehst du auch so in
den Menschen, die der IS rekrutiert und die halt verschiedenen oder Bürgerkriegsparteien rekrutiert, siehst du da einen Ausdruck von unterschiedlichen Graden der Entwicklung in Syrien, also gerade Verwüstung im Osten, beziehungsweise auch der Zusammenbruch von einfach noch Resten halt von landwirtschaftlicher Kultur oder dem, was halt nicht von dieser, oder halt was weniger modernisiert war. Wie spielt das hinein? Gibt es also Unterschiede zwischen quasi den Ballungsräumen und der Peripherie, grob gesprochen? Na gut, der Aufstand in Syrien war am Anfang einer der Peripherie. Ne? Also der Unterschied etwa zwischen Ägypten, wo ja Kairo der Ort war, an dem das losbrach, oder in Tunesien ging das zwar in der Provinz los, aber innerhalb kürzester Zeit in die Hauptstadt. Ne? Der Beginn der Proteste in Syrien, die ja keinen Sturz des Regimes wollten, der Unterschied in Syrien war, am Anfang war das in Syrien eine Reformbewegung, während in Tunesien und Ägypten sofort der Sturz des Regimes innerhalb von Tagen gefordert worden ist. Er hat in Dera begonnen, im Süden von Damaskus. Und interessanterweise ist Dera der Ort, an den extrem viele verarmte Kleinbauern migriert sind in den Jahren vor 2011, die A, im Nahen Osten sehr trocken gewesen sind und B, hat auch das Baas-Regime in Syrien Landwirtschaft vernachlässigt etc. pp. Das heißt, man hatte eine Melange aus unzufriedenen Schülern und Studenten, also Schülern vor allem am Anfang, die demonstriert haben, diesen neu urbanisierten Menschen aus der Provinz, die sozusagen ihre Lebensgrundlage verloren hatten. Und es war ein Aufstand der Peripherie gegen die Metropole, weil die Metropole, also Damaskus, eben eine ist, in der in den letzten 30 Jahren ganz gezielt das Assad-Regime dafür gesorgt haben, dass hauptsächlich Alawiten und Christen in die führenden Positionen von Verwaltung und Militär etc. aufgestiegen sind. Ne? Und auch die anderen Orte. Aber Homs ist zum Beispiel, Homs und Aleppo sind die zwei Industriestädte, also die zwei am meisten entwickelten Städte in Syrien, stärker noch als Damaskus, weil Damaskus ist die Verwaltungsmetropole. Also Homs gilt in Syrien generell traditionell als die Stadt der Arbeiter, der Industrie und so weiter und so fort, die sich sehr schnell diesen Protesten angeschlossen haben. Man darf nicht vergessen, Homs ist heute in Ruinen. Homs war die Hauptstadt dann. Von Dera ist das nach Homs gegangen und in Homs ist eine weitgehend gemischte Stadt gewesen. Also in Homs lebten Sunniten, Alawiten, Christen etc. Zusammen und die Beginne vor allen Dingen der Proteste in Homs gingen durch alle Bevölkerungsschichten durch. Und es war auch das Assad-Regime hat ein ganz, ganz extrem darin investiert, diesen Konflikt dann zu konfessionalisieren. In Ostsyrien ist Raqqa die erste Stadt, also die Hauptstadt des IS, Raqqa, die eigentlich in der Halbwüste in Ostsyrien liegt, ist eigentlich als bekannt als eine relativ weltoffene Stadt. Und wenn man Leute aus Raqqa kennenlernt, ich habe persönlich sehr viel zu tun mit dieser Organisation Raqqa is being slaughtered silently, bin ich immer wieder extrem erstaunt, weil ich immer das von der spiegelbildlich auf der irakischen Seite sehe, wenn man sozusagen von der Wüste nach Osten geht und in Syrien von der Wüste nach Westen und dieser Teil im Irak ist extrem konservativ und fürchterlich. Und dann hat man wiederum andere Städte wie Qamishli, die ja von der PYD, also der PKK und dem Assad-Regime zusammen kontrolliert werden, mit einer ganz starken christlichen Bevölkerung, die eben, obwohl sie in der Provinz liegen, vom Lebensstil her vergleichsweise modern sind. Moderner auf jeden Fall als etwa Aleppo. Also Syrien ist sehr, sehr kompliziert. Ich bin auch wirklich... aber natürlich spiegeln sich die unterschiedlichen ökonomischen Situationen der unterschiedlichen Regionen in Syrien, die Demografie und so weiter in der Oppositionsbewegung im Stand auch der Zerstörung und wer was kontrolliert, ganz stark wieder. Es hat hier noch eine Frage gegeben, hier, und dann vielleicht noch eine letzte dazu. Gibt es noch eine? Hier, okay, dann machen wir die drei noch. Da war die erste Frage. Meine Frage an Sie wäre, welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die USA bzw. Frankreich, Großbritannien in dieser Region? Abgespielt und spielt es noch?
Cool. Können wir, also in zwei Wochen komme ich gern wieder, dann machen wir darüber einen ganzen Abend. Also das ist jetzt wirklich in drei Sätzen nicht zu beantworten. Ich denke, im Augenblick ist, wenn wir es ganz kurz machen, im Zusammenhang vielleicht mit dem Thema, Sie können mal das Buch Align in the Sand lesen. Ein wunderbares Buch über britische und französische Mandatspolitik im Nahen Osten und wie irre die gewesen ist. Der Nahe Osten hat die Tendenz, alles irre zu machen. Und was Franzosen und Briten da zwischen 1918 und 1953 veranstaltet haben, ist ein tolles Buch. Es heißt Align in the Sand, ist leider nicht deutsch übersetzt. Aber nehmen wir mal sozusagen nach 1945 hat das sehr, sehr geschwächte Großbritannien versucht dort weiterhin eine Art von Hegemonialmacht zu sein. Und wie ich sagte, eigentlich ist der Nahe Osten an sich nicht interessant, sondern mehr für etwas. Der Nahe Osten war interessant als Öl, also sozusagen als Ölquelle der Welt und als Transitgebiet über den Suezkanal etc. pp. Was die Menschen dort gemacht haben oder was dort produziert worden ist, hat mit Ausnahme von etwas Baumwolle in Ägypten nie irgendjemanden interessiert. Und in den späten 50er Jahren sozusagen hat England Amerika die Fackel übergeben, weil das britische Weltreich einfach sich aufgelöst hat. Und auf unterschiedliche Art und Weise haben die USA mehr oder weniger glücklich versucht, auch im Kalten Krieg da diese Hegemonialrolle aufrechtzuerhalten mit den unterschiedlichsten Akteuren. Also dann hat man den Bagdad-Pakt gemacht, dann ist am Iran weggebrochen. Man hat sich versucht, immer auf die Türkei, Saudi-Arabien, Israel, früher Irak zu stützen. Dann gab es die Revolution im Irak, dann war der Irak plötzlich pro-russisch und so weiter und so fort. Ist eine sehr, sehr lange Geschichte, aber die Vorstellung, dass da die Strippenzieher die großen geostrategischen Pläne in Washington machen, halte ich für sehr falsch. Ich halte das Gegenteil für richtig. Letztlich hat dieser Nahe Osten immer nur genervt. Er hat genervt, er war aber strategisch extrem wichtig. Man hat immer versucht, mit einem Minimum an Aufwand diese Region in irgendeiner Weise zu befrieden und zu stabilisieren, bei sämtlichen sich widersprechenden Interessen. Und diese Investition wurde immer schwieriger. Also spätestens im Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren ist den USA diese Hegemonialrolle entglitten. Spätestens als man im Iran-Irak-Krieg beide Seiten mit Waffen unterstützte, also man erinnert sich wahrscheinlich an den Iran-Contra-Skandal, und versucht in ist den USA diese Rolle entglitten. Und 1991, 2003 gab es noch Versuche, sozusagen eine neue Hegemonie im Nahen Osten zu errichten, die dann mit dem Weggang von Bush und den Folgen dieses Irakkrieges dazu geführt hat, dass letztlich die Obama-Administration sich entschieden hat, sich weitestgehend aus dem Nahen Osten zurückzuziehen. Und was wir im Augenblick haben, was im Augenblick passiert, ist, dass zum ersten Mal letztlich in den letzten 300 Jahren diese hochvolatile Region ohne einen Hegemon oder ohne eine Hegemonialmacht existiert und unterschiedliche Regionalmächte, von denen keiner in der Lage ist, Hegemonie auszuüben, sich gegenseitig behaken. Das können sie sehr gut, wenn es um Destruktivität geht, aber keiner dieser Akteure, Saudi-Arabien, Türkei, Iran, Russland etc., ist in der Lage, dort sozusagen die Rolle der USA so zu substituieren, wie die USA in den späten 50er Jahren das britische Weltreich substituiert hat. Und das führt eben zu einer immer schneller sich drehende Spirale von Destruktion, Zerstörung, Zerfall und so weiter und so fort. Ich habe noch einen Frage unterwegs. Wenn bei uns unterschieden wird zwischen Wirtschafts- und Kriegsflüchtlingen, ja, es versucht wird, dann hat es ja wohl nur den Sinn, dass man die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge separieren und zurückschicken kann. Welche Vorstellungen existieren da Ihrer Meinung nach bei unseren Politikern und bei den Politikern in Deutschland, wie das funktionieren soll, wohin man sie zurückschicken soll, mit welchen Mitteln und was gibt es da überhaupt Vorstellungen dazu? Mir kommt vor, da gibt es keine Vorstellungen dazu. Der Begriff des Wirtschaftsflüchtlings ist ein rein propagandistischer, ja. der als also kein deskriptiver, es gibt keinen Wirtschaftsflüchtling. Mhm.
Das Problem ist, jeder Mensch hat ein Recht, einen Asylantrag zu stellen. Und dieser Asylantrag wird individuell geprüft und gesehen, ob es einen Asylgrund gibt. Dann gibt es den Unterschied, ob man sozusagen aufgrund von etwas Individuellem, was man getan hat, staatlich verfolgt worden ist, oder ob man verfolgt worden ist, weil man in einer gewissen Gruppe gehört, an einem falschen Ort gelebt hat, etc. Das heißt, in Deutschland, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, ist der Unterschied, ob man dann seinen Paragraph 16 kriegt oder das sogenannte kleine Asyl, also Paragraph 51 oder 53. Der Wirtschaftsflüchtling existiert in der Propaganda rechter Parteien. Als sozusagen Begriff existiert er überhaupt nicht. Der Versuch nun zu sagen, es gibt die echten Kriegsflüchtlinge und die falschen Wirtschaftsflüchtlinge, das ist politische Propaganda, die juristisch nicht haltbar ist. Also juristisch auch in nichts unterfüttert ist. Was man allerdings im Moment feststellt ist, die Flüchtlingskrise hat zu einem ein bisschen Ausnahmezustand geführt, und ein Ausnahmezustand wird repressiv durchgegriffen. Das heißt, mit weitester Duldung und Zustimmung, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, ist das, was vom Asylrecht aus dem Jahr 1992 noch übrig geblieben ist, und das war wirklich nicht viel, im Prinzip eliminiert worden. Also in Deutschland gibt es heute kein wirkliches Asylrecht mehr. Und die Art und Weise, wie im Augenblick vorgegangen wird, selektiv gesagt, die aus den Ländern nehmen wir noch auf und aus denen nicht, tut man so, als gäbe es das Recht, individuellen Rechtsanspruch auf Asyl, der rechtsstaatlich garantiert ist, nicht mehr. Es gibt ihn sozusagen weder im politischen Narrativ noch in der Praxis. Das ist die erwartbare Folge dieser immensen Flüchtlingsströme, weil wiederum natürlich ein Asylrecht, das darauf fußt, dass das Individuum zählt und der individuelle Asylgrund bei Hunderttausenden von Kriegsflüchtlingen ausgehebelt ist. Hannah Arendt schreibt sie auch. Das alles weist nur in die Richtung, keiner hat im Moment irgendeine Idee, was zu tun ist. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Die Verwaltung dieser Flüchtlinge in Deutschland ist ein einziges Desaster. Von A bis Z. Das fängt damit an, dass man sich an den nächsten... Ich erzähle Ihnen eine typische Geschichte. Ein Freund von mir, ich fange jetzt mit den Anekdoten an, es wird spät, dann kann man mal lachen. Ne? Ein Freund von mir bei der Stadt Frankfurt, der eigentlich für die Software zuständig ist, wie so viele städtische Angestellte, fand sich plötzlich von einem Tag auf den anderen als Leiter der Stelle für die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge, und von einem Menschen, der der Stadt Frankfurt die Software machte, hatte er plötzlich 160 minderjährige Flüchtlinge in einer Turnhalle an der Backe, die er verwalten durfte, beziehungsweise in einem Zentrum. Nun liegt dieser Ort in einem Teil von Frankfurt, in dem eine bekannte salafitische Moschee liegt, wo einer der bekannten Schreihälse von morgens bis abends seine salafitischen Ideologien verbreitet. Jeden Morgen kam dieser Prediger zu den Jugendlichen und redete mit ihnen. Und irgendwann tauchten drei von diesen Jugendlichen bei meinem Freund auf und sagten, das war bevor er die anleitete, da war er noch in demselben Gebäude, kannst du mal mit dem Leiter von der Einrichtung reden, weil weißt du, von dem Scheiß sind wir abgehauen. Ja, wir brauchen das echt nicht. Und der Typ erzählt die ganze Zeit was von was auch gegen die ganzen Gesetze in Deutschland ist. Es gibt doch bei euch sowas wie Hausverbot. Könnte diesem Herrn nicht mal Hausverbot erteilt werden? Und mein Freund ging also zum Leiter dieser Einrichtung, bevor er selber zum Leiter wurde, und sagte, hier, das haben die mir erzählt, ja, wieso, das ist doch total super, der kommt aus derselben Kultur, und der kümmert sich um die Jugendlichen. Und so ist alles. Und gibt es Menschen, die seit 4 Monaten ein Bett mit abgesperrt mit einem Laken haben, wo der nächste mit Bett abgeschlossen wird, mit Familien aus Ländern, wo man sich nicht mag. Ist ja nicht so in Europa. Also. Nichts zu tun haben. Es gibt keinerlei Kurse, es gibt keine Angst. Man weiß nicht, wann man irgendwo anders hingeschickt wird, was eigentlich mit einem geschieht. Und das geht jetzt seit 4-5 Monaten so. Und als großer Erfolg wird verlautbart, dass immerhin niemand in Zelten den Winter überbringen muss. So, das ist die Verwaltung der Flüchtlingskrise, die natürlich dazu führt, dass jeder auch merkt, es gibt hier keine, nicht die geringsten politischen Vorstellungen, und das nähert Ressentiments, und das nähert all die Leute, die momentan sagen, ja Angela, warum hast du die denn alle aufgenommen? Hättest du Angela die Grenzen nicht aufgemacht, wenn die nicht gekommen,
weil die Zusammenhänge, was es eigentlich sozusagen, was am Ende der Kette steht, dass plötzlich Hunderttausende nach Europa gekommen sind, werden ja ausgeblendet, bewusst. Man führt ja eine Diskussion, als wäre es sozusagen eine politische Entscheidung, als hätte irgendjemand in Deutschland mal gesagt, oh, wir nehmen jetzt 1 Million Flüchtlinge auf, super. Und hätte man das nicht gesagt, hätte man kein Flüchtlingsproblem gehabt. Und ich sehe, dass natürlich hat diese, birgt das einen wahnsinnigen Sprengstoff und man kann auch die Leute nur bemitleiden, egal vor welchem politischen Hintergrund sie kommen, die nun Monate lang in irgendwelchen Erstaufnahmeeinrichtungen etc. vor sich hinleben und sich noch vorstellen, wenn ich aus diesem Nahen Osten komme, 2 Jahre in einem Flüchtlingslager irgendwo in Jordanien oder im Libanon gesessen habe, eine Überfahrt gemacht, wo vielleicht noch auf dem Schlauchboot 2 Leute abgesoffen sind, miterlebt habe, wie mich mazedonische Grenzpolizisten zusammengeschlagen haben, vielleicht noch ein paar Mitglieder meiner Familie verloren habe und so weiter und so fort, also hochgradig traumatisiert bin und dann noch 5 Monate lang in irgendeiner Erstaufnahmeeinrichtung sitze, das ist vermutlich auch nicht, hat auch auf der individuellen Lebenswege Konsequenzen, die unschön werden. Und eine letzte Frage noch hier. Ja, meine Frage wäre gewesen, Sie haben gemeint, eine Lösung könnte nur kommen durch Intervention und Unterstützung aus Europa. Mhm. Können Sie da kurz dazu was sagen, wie sowas ausschauen könnte? Das sind... In jedem einzelnen Fall unterschiedlich. Ja? Ich denke, wenn man zurückblickt auf auch die Entwicklung im Irak, könnte man wahnsinnig viel lernen. Es war völlig richtig, Saddam Hussein zu stürzen, militärisch. Und Saddam Hussein hätte nicht von innen heraus gestürzt werden können. Wäre es den Versuch gegeben, Saddam Hussein von innen heraus zu stürzen, hätte das ein gigantisches Blutbad gegeben. Aber was danach eben unter Maßgaben wie Stabilisierung und wir wollen es uns jetzt nicht mit den Iranern und den Syrern verscherzen und auch die Saudis sollen doch bitte die Demokratisierung des Irak unterstützen, was für all die natürlich eine immense Gefahr gewesen ist, ohne zu sehen, dass ein Land wie der Irak ein mindestens 40-50-jähriges Engagement braucht, bis dort neue Strukturen aufgebaut sind, die ökonomisch nicht auf einer reinen Ölrentenökonomie aufbauen, das heißt, die diversifizieren, die institutionell völlig neue Strukturen schaffen, von Regionalisierung, Selbstverwaltung etc. pp., die helfen, der sozusagen jüngeren Generation, die nicht mehr in dem Ausmaß miterlebt hat, was ihre Eltern und Großeltern an Terror von diesem Saddam-Regime erstellt, sich sozusagen in Positionen hineinzuleben, Verantwortung zu übernehmen, etc. pp. Dieses, was so selbstverständlich nach 1945 in Deutschland und Österreich gewesen ist. Also es war keinerlei Diskussion der US-Amerikaner, sondern Österreich 1948, gehen wir mal, ne? So. Und das in einer nicht-orientalischen Despotie, sondern eben in einem postnazistischen Österreich und Deutschland mit ganz anderen Strukturen, einer ganz anderen Geschichte. Ich denke, um auch langsam zum Schluss zu kommen, es gibt keine andere Alternative dazu. Die Alternative ist, man schaut zu, wie diese Region immer weiter implodiert und explodiert mit all diesen Folgen, die auch menschlich, finanziell, ökonomisch, politisch, langfristig wesentlich teurer zu stehen kommen, als eine massive Intervention und Investition in eine Veränderung und Transformation in der Region. Na, in Syrien wäre es sogar viel, viel einfacher gewesen. Das, was Syrien gebraucht hätte, wäre eine, was die syrischen Opposition, die nicht-islamische syrische Opposition, die Free Syrian Army in 2012 war nicht-islamistisch, gefordert hat. Flugverbotszone über Nordsyrien, eine interne Schutzzone für Flüchtlinge, dass sie irgendwo hinfliegen können, ein Gebiet, in dem sie sich organisieren können und eine Alternative zu dem Rest organisieren. Also was wäre denn, wenn Aleppo oder Idlib oder diese Städte heute nicht in Schutt und Asche legen, sondern wenn Menschen zeigen könnten, wir können es organisieren, wir fangen mit unserer Demokratie hier an. Schaut, wir wollen nicht Alawiten umbringen, wir wollen nicht Christen umbringen, wir wollen etwas ganz anderes aufbauen unter Unterstützung und wir werden nicht täglich mit Barrel Bombs terrorisiert. Das war die Forderung. Das hätte ein paar Flugzeuge gebraucht.
Diese Forderung wurde nicht erfüllt. Ja. Wenn man sich anschaut, Tunesien als eines der wenigen Beispiele, wo relativ friedlich, ein gewisser Wandel, fängt der Backlash an. Niemand schaut hin, die Kader der alten regierenden Partei kommen wieder hoch, die Repressionen gegen Frauen gehen los, die ersten als ein Beispiel nur, Tunesien war das allererste Land außerhalb vom Libanon, wo es etwa plötzlich eine Zeitung von Schwulen und Lesben gegeben hat und eine Vereinigung von Schwulen, da wird jetzt angefangen, denen ihre Lizenz zu entziehen, niemand guckt hin, niemand redet darüber und die Investitionen der EU in Tunesien, glaube ich, im letzten Jahr waren 40 Millionen Dollar. Statt zu sagen, ja, dass eine Ökonomie, die vollkommen auf die Familie Ben Ali zugeschnitten gewesen ist, mit dem mit einer Bevölkerung, die so extrem jung ist, wie in der arabischen Welt, das kostet, das ist eine langfristige Investition, aber es ist ein Gebiet. Wir können nicht den Süden und Osten des Mittelmeers behandeln, als sei er die Philippinen. Sonst hat man die Konsequenzen, die man jetzt sieht. Und alleine, wenn man sich anguckt, und ich sage das nicht als Zyniker, sondern es sind die Dinge, die habe ich zumindest im deutschen Außenamt von denen vor 2 Jahren erzählt. Anfang 2015 hat das UNHCR, und da war es eigentlich schon zu spät, gesagt, zur Versorgung der Flüchtlinge und in Binnenvertriebenen im Nahen Osten brauchen wir dieses Jahr 8,6 Milliarden Dollar. Das muss man sich vorstellen, 8,6 Milliarden Dollar. Tunesien kriegt als Unterstützung von der EU irgendwas wie 40 Millionen, weil da ist ja kein Problem. Da kann man das ja, das hat man vorher mit Mali genauso gemacht. 8,6 Milliarden. Das UNHCR erhielt im letzten Jahr, glaube ich, 3,7 Milliarden Dollar. Also die Flüchtlinge waren chronisch unterversorgt. Man schätzt, dass die Flüchtlinge in Deutschland im Jahr 2016 nur in der Notversorgung, in Erstaufnahmeeinrichtungen, medizinische Grundversorgung, ohne jetzt Berufsausbildung, Sprachkurse, also alles das, was jedem eigentlich letztlich zwischen 20,2 Milliarden Euro kosten werden. Wie viel? 20,2 ist die Schätzung für das Jahr 2016. Was nichts weiter ist, als Leute mit der Nasenspitze über Wasser zu halten. Was hätte man in Syrien mit 20,2 Milliarden Euro sinnvoll investiert, nicht irgendwelchen korrupten Eliten sozusagen in die Taschen geschoben, machen können? Das klingt unglaublich naiv, aber man macht sich nicht klar, was es heißt. Intervention heißt nicht Bomben schmeißen. Intervention heißt so etwas wie einen Marshallplan für das, was Bush mal, was die Amerikaner mal die Greater Middle East Initiative genannt haben. Nämlich das Wissen, wenn es nicht passiert, wird man diese Region, wie gesagt, in ein einziges Chaos, in eine einzige Failed Region mit Giftgas, Atomwaffen und so weiter sich verwandeln. Und das tut sie gerade. Und es gibt diese, dazwischen gibt es keine Alternative. Gäbe es eine Alternative, hätte man die inzwischen gehört. Und das Interessante ist, haben Sie in den letzten 5 oder 6 Jahren mal eine praktikable, realpolitische Vorschlag gehört, was man mit dem Nahen Osten und Nordafrika, wir müssen jetzt stabilisieren, jetzt ganz wichtig, jetzt muss die Sprache der Diplomatie sprechen. Boah, jetzt haben wir die mal alle an einem Tisch. Es ist nie die Idee, was man will, sondern ein, ne? Ja, also vielen Dank, du musstest ein ziemliches Pensum jetzt drunter spulen. Ja, ich hoffe, das gerne. Ich habe eine Einladung und die ist natürlich noch ein bisschen hier zu bleiben und vielleicht bleibst du auch noch ein bisschen hier und man kann im Anschluss noch einen Wein trinken und noch weiter diskutieren. Eine besondere Danksagung an die Redaktion der Sans-France, die diesen Abend auch möglich gemacht hat, insofern als dass sie den Kontakt auch hergestellt hat. Es gibt in der neuen Zeitschrift der Sans-France, die heute auch käuflich erwerbbar ist, ein umfassendes Gespräch mit dir, mit Thomas von Ostensacken, geführt von David Kirsch, glaube ich, ist auch heute hier. Und auch noch viele andere sehr interessante Texte über Benjamin Heidegger und so weiter. Ein unpublizierter Artikel von Günter Anders. Also eine Kaufempfehlung auf jeden Fall. Thomas, vielen Dank fürs Kommen. Keine Ursache, vielen Dank an euch.